Verzögerung, ich mach mal ganz langsam und jetzt mit einem 3, 2, 1. Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zum Untergang meines Imperiums. Ach ja, wunderbarer Tag heute, ich werde hardcore verkacken. Aber ich habe es ja schon den kompletten letzten Stream lang geschafft, nicht drauf zu gehen. Ich hoffe einfach sehr, sehr stark, dass es so bleibt. Wie ihr seht, ich habe jetzt 2 Wochen lang nicht mehr gestreamt und ich hatte das Ganze ein bisschen netter in Erinnerung, als es wirklich ist. Es sieht scheiße aus. Übrigens das, was gerade angegriffen wird, dieses Antioch da, ist meine Hauptstadt. Und die meinten halt, hippity hoppity, that's now my property. Ich muss das ausspielen. Wenn wir das schaffen, habe ich einen Plan, wie wir rein theoretisch zumindest nicht sterben. Ich würde ja schon fast sagen, ey, gucke mal, wir können Weltherrschaft und so in diesem Part machen, aber nein. Ein Nicht-Sterben ist gerade das Mindeste, das Maximalste, was ich in irgendeiner Weise erreichen könnte. Wir werden hoffentlich alle den Sonnenuntergang erleben. Ja, das hoffe ich auch. Ich weiß nicht, wie es ist. Es kann sein, dass wenn ich meine Hauptstadt verliere, dass ich dann komplett tot bin. Kann auch sein, dass es einfach irgendwo anders hinwechselt. Sollte es 2, 3 der Fall sein, habe ich dann immer noch einen Plan, womit ich grundsätzlich nicht draufgehe, der ein bisschen an Bismarck erinnert, gegebenenfalls auch riesengroße politische Machtgefüge verändern muss, damit ich in irgendeiner Weise Glück habe. Einheiten? Einheit, meine Freunde. Was haben wir denn hier? Wir haben Hardcore-Probleme. Weil wir haben hier ein paar Leute, das ist ja schon mal ganz schön. Also ein paar Gegner, die könnten wir auch vielleicht abwehren. Nur meinten die von hier hinten, sie müssen unbedingt auch damit angreifen, weil eine Seite reicht nicht. Und direkt von der gegenüberliegenden natürlich. Die haben keine Belagerungsgeräte. Nice. Das ist meine Win-Condition. Kein einziges Belagerungsgerät, kein Rambock, keine Leiter, wie ich das momentan sehe, ist ein bisschen verpixelt, aber ich denke, da ist nichts mit dabei. Das heißt, all meine Probleme, wie mich auch schon das Spiel wunderbar positioniert hat, sind da drüben. Die muss ich nur so schnell wie möglich töten und ich habe hier berittene Bogenschützen. Ich habe gelernt, ich bin ja nicht doof, dass wenn ich irgendwo rausreite, ich habe es zwar 5-mal probiert, wie ich es gelernt habe, aber dass die Tore sich nicht schnell genug schließen, was meine Grundaussage ist. Das heißt, wir werden jetzt irgendwo an der Seite rausreiten, wo halt die Leute nicht sind, damit die Tore genügend Zeit haben, sich wieder selbst zu schließen. Leute, ja genau, einer dahin, einer da. Könnt ihr mal bitte Hopp spielen und euch an der Kreuzung sammeln? Das ist nicht cool, ihr seid zu viele, um hier zu stehen. Das ist nicht euer Ernst. Deswegen sind die in der Mitte. Ach, goddammit. Die Straßen sind zu eng für deine Reiter. Egal, was mein Plan ist. Ich schicke die so schnell wie möglich. Okay, warte, dann schicke ich sie links oder rechts raus. Je nachdem, wo die wenigsten Leute langlaufen. Das sind immer noch Plänkler. Plänkler muss aktiviert. Das heißt, sie gehen raus und dezimieren die gegnerische Armee so gut wie es geht mit ihren Pfeilen. Kann ich zufällig schon sehen, was das da für Leute sind, also die hintere. Während ich mich vorne um die andere kümmere. Irgendwo müssen wir in Unterstützung kommen, ich hoffe, die sind gut genug. Kann ich nicht sehen, schade. Wie gesagt, ich muss nur diese Runde, dieses eine Mal muss ich als Jocha noch halten. Und danach habe ich einen Plan. Wenn der auch nur zu 2% funktioniert, habe ich damit sinnvolle Chancen, nicht drauf zu gehen. Man mag es mir nicht glauben, noch einmal, was ich bisher gesagt habe, aber in der Tat ist das so. Was wir hier machen müssen, ist, die Belagerungstürme kaputt hauen. Also, mit Feuerpfeilen abschießen. Wir haben da ein Stück, da ein Stück. Wir werden nicht rausreiten. Wie gesagt, ich habe dazugelernt, das wäre dumm, das machen wir nicht. Wir haben... Mein Chef ist eine Bauerninfanterie! Ja, die Bauern werden diese Stadt halten. Wer denn sonst? Ja, die auf die Mauern stehen. Also, Chefchen. Bevor du hier irgendetwas machst, bevor du mir drauf gehst und meine Leute die ganze Zeit fliehen und ich deswegen drauf gehe, bleibst du da hinten und chillst und, keine Ahnung, nimmst ein Weizenbier, was du halt gerade so angebaut hast. Was haben wir hier? Speerwerfer. Okay, die sind gar nicht mal so karre, die können die Leute, die kommen, schon mal mit Speeren bewerfen. Wer hätte das gedacht? Und so breit gefächert muss ich nicht sein. Vor allem, wen wollt ihr abschießen um meine eigene Mauer? Also jetzt mal ernsthaft, das sind die Typen, die letztens von meiner Festung standen, die dachten, oh, die Mauer, die ist aber schön, so schön hoch, ich hätte auch gern was so lang ist. Boah, goddammit, Leute, und auf beiden Seiten. Oh mein Gott, ey, Disclaimer, willkommen im Stream, Schrödingers Corona, geiler Titel und passend dazu, Dankeschön.
Zwei reichen doch. Siehe Fire Emblem, da reicht es auch für einen Crit. Oh ja, das stimmt. Da reicht doch teilweise 1% für so einen Crit. Egal, ihr guckt nicht diese Mauer an, sondern guckt auf die Gegner. Goddammit, also einmal mit Profis arbeiten. Ihr habt euch unten hingestellt, das ist halbwegs okay. Wie gesagt, die müssen die Belagerungstürme weghauen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall... Ah, also noch mehr, was hatten wir hier? Schwerträger, ihr kommt erstmal runter. Ja, nicht so aufregend, wir werden nur belagert. Kommt erstmal runter, meine Freunde. So, wir gucken erstmal, was alles steht. Das heißt, du stehst da, du daneben. Das heißt, ihr seid meine Bogenschützen, ihr seid Steuerung 2. Ich brauche jetzt einen guten Plan und sehr, sehr viel Glück. Dann können wir das hier, wie gesagt, wirklich schaffen. Andernfalls wird es etwas schwieriger. Noch mehr Plänkler. Ich habe nur Fernkämpfer. Das ist in der Regel richtig, richtig scheiße. Aber jetzt gerade hier, wo ich, warte, ihr kommt erstmal runter, dann könnt ihr euch an die Mauer stellen und ihr stellt euch direkt dahinter. Dann sollten die nämlich noch schießen können. Plänkler schießen immer geradeaus. Bogenschützen machen einen Bogen. Bogenschützen. Weil die Pfeile in den Bogen fliegen. Das wird bestimmt der Grund sein. Deswegen ist es wichtig, dass die vorne stehen. Dann haben wir die hier. Ihr seid immer noch unten. Seid ihr hier drüben noch sinnvoll? Sinnvoller als die komischen Lanzenträger. Vielleicht trefft ihr was. Vielleicht sage ich euch nachher, sollt euch bewegen. Das wird man dann sehen. Das heißt, ihr seid schon 3. Meine Plänkler, Nahkampf-Fernkämpfer. Wer kennt sie nicht? Und noch mehr Bogenschützen. Wunderbar. Feuerpfeile. Ich meine, es ist gerade heller Sonnenschein. Vielleicht sogar Dürre, könnte man ja hoffen. Dann würden die Dinger schnell Feuer fangen. Das ist, wie gesagt, meine Win Condition. Anschließend haben wir hier 3 Rammbürger, die kriege ich nicht tot, die kommen sowieso rein. Okay. Darauf muss ich jetzt vorbereitet sein. Nächster Punkt. Ich weiß, wenn die hier reinkommen, kann ich sie ziemlich geil einkesseln. Das habe ich mit meinen Gegnern jetzt ein paar Mal gemacht, nachdem die Tore offen waren. Das hat nicht ganz so geil funktioniert. Ich brauche aber auch ein Backup, falls sie hier durchkommen. Habe ich einen Backup? Nein. Weil warum sollte ich auch in irgendeiner Weise, warte, ist ja auch noch Speerwerfer, auf der anderen Seite schon 4, Nahkampfeinheiten haben, die nicht absoluter Garbage sind. Das ist ja nur für die High Society und das bin ich halt leider nicht. So, warte, wir machen das anders. Ihr Bogenschützen seid die Steuerung 2. Hatte ich schon 4? 5? 5, alles klar. Und ihr seid die 2. Dann habe ich nämlich links und rechts Bogenschützen, die ich sagen kann, schießt auf den einen Turm, schießt auf den anderen Turm. Wäre es sinnvoller, erst einen kaputt zu machen? Hey, würde ich alle auf eine schießen lassen. Glaube ich ganz gut. Genau. Dann, in der Hoffnung, dass die nicht hochkommen, lasse ich alle meine Speerträger hier unten. Das wäre einfach so eine Kreisformation machen. Die muss nicht mal zwangsweise dazu führen. Ja, hört auf die scheiß Mauer an zu gucken. Meine Fresse. Oh, die ist aber so schön. Stein auf Stein und doch keine Lücke. Kommt hier runter. Dankeschön. Ihr habt aber auch eine richtig, richtig beschissene Aufstellung. Wollt ihr euch nicht so um 180 Grad drehen? Auch auf dem Locker ist das keine Option. Dann bleibt ihr halt da hinten. Seid ihr halt zurückgeblieben von mir aus. Ihr seid da hinten noch nutzloser als alles andere, was ich bisher so habe. Ich brauche einfach pure Masse. Eigentlich bräuchte ich Klasse. An sich, das hilft halt so eine Einkesselung, wenn man halt wirklich die besseren Einheiten hat, nur weniger. Ich habe nun schlechtere Einheiten und weniger. Klingt wie ein grandioser Kampf, den ich abführe. Verdammt. Wie bin ich nur hier reingekommen? Mit dummen, dummen politischen Entscheidungen. Okay. Dann. Schlacht. Starten. Alles klar. Auf geht's. Mehr als verlieren kann ich nicht. Was wir als allererstes machen, ihr rennt jetzt wirklich dahin. Rennen. Beeilung. Dankeschön. Dann, die hier bewegen sich nach vorne, das ist doch toll. Oder? Ich glaube schon. Ihr, bitte passiv. Stellung halten. Genau. Dann, haben wir das, was machen die hier hinten? Kann ich die irgendwie sehen? Nein. Wobei, ganz ehrlich, ihr dürft aggressiv und hinten reinballern. Klingt gut. Jetzt haben wir hier Feuerfeuer, die bleiben stehen. Die warten auf meine Unterstützung und wollen die weghauen. Alter, Leute, hopp, hopp. Hab ich den ganzen Tag Zeit. Hier umdrehen, bisschen galoppieren, bisschen in der Gegend gucken. Och, sind die Steine hier schön. Die haben allen einen Steinfetisch hier. Schnell. Ist das in eurem Wortschatz drin? Ja, danke. Weitermachen. Okay. Oh nein. Deswegen bleiben die stehen.
Okay, solange die Mauer hier noch standhaft bleibt, 6%, können wir da noch ein bisschen drauf chillen. Ansonsten müssen wir die ganze Bataillon hier zur Seite bewegen. Das wird nervig. Geht ja hinten. Oh Goddammit, Leute! Wir müssen die ganze Bataillon mal zur Seite bewegen. Wenn die hier getroffen werden, ist das nicht geil. So, geht da mal darüber. Aber es reicht eigentlich, wenn ihr euch hier hinstellt. Das ist jetzt mal ganz ehrlich. Da schießt das Ding auch nicht hin. Einfach stehen bleiben. Wenn da was kommt, könnt ihr nachher ballern. So, bewegen sie sich jetzt schon irgendwie weiter? Nee, schießen die auf mich oder schießen sie auf die Mauer? Schießen auf die Mauer. Du Jürgen, du stehst richtig doof da. Oh. I'm sorry for you guys. Das sind die ersten Toten, die ich habe. Und man, das heißt immer, Mauern sind vom Vorteil. Weil die auf der eigenen Seite stehen. Ja, so ein Bullshit. Okay, wenn die da hinten eh nicht reinkommen können. Solange ich diese Mauer halten kann, gewinne ich. Weil die da hinten stehen und chillen, bis die Zeit abgelaufen ist. Oder ich mit Bogenschützen sie totgeschossen habe. Das heißt, mein Hauptziel ist es, da hinten die Belagerungsgeräte zu zerstören. Und das am besten, bevor die Mauer kaputt geht. Was bewegt sich hier? Noch nichts. Das ist ein Speerträger. Alles klar, die kann ich wegplänkeln. Mehr sehe ich noch nicht. Speerträger. Okay. Plänkler, schade. Die Artillerie muss auf jeden Fall sterben. Das heißt, ich kann mich eigentlich... Ich kann die Leute in meine Bogenschützenreichweite holen. Hier ist ein guter Platz. Auf geht's. Hobbidi-hobbidi. Nicht wieder durch meine Burg. Dankeschön. Ihr seid nicht grenzzivil. Da habe ich euch schlechter eingeschätzt. Die hinten stehen immer noch dumm rum. Ihr kommt jetzt langsam in Formation gelaufen. Ist auch kein Reiter dabei. Das ist gerade ungünstig. Ihr steht einfach 2 Meter weiter rechts. Guckt euch den schönen Turm an, wie viele Steine er hat. Oh, sexy. Steinharte Dinger mögen sie. Okay, bewegen sich jetzt schon irgendwie? Sieht nicht so aus. Ich kann immer noch plänkeln. Ich sollte theoretisch relativ weit wegkommen. Wenn ihr davor steht, ist das schon mal gut. Die werden versuchen zurückzurennen. Das ist relativ klar. Habt ihr da... Es ist 1% Schaden und es brennt. Es ist normal, das passiert häufiger. So, ihr seid jetzt schon da. Ballert mal dahin. Turkmenbogen schützen. Bitte. Ihr seid meine letzte und erste Rettung. Okay, da bewegt sich alles. Die kommen alle weiter nach rechts. Fast so, als wenn sie... Au. Mich umbringen wollen würden. Warte. Stopp. Goddammit. Ja, wir sprinten da jetzt mal rein, weil... Warum sollten wir das denn nicht machen? Nein! Gottverdammte Vollidioten! Blenke muss aktivieren. Raus da! Alter. Was machen Bogenschützen am liebsten? In die Gegner reinsprinten. Okay, ihr schießt. Blenke-Modus. Wunderbar. Ihr geht dahin. Macht das doch einfach mal nicht. Jetzt dürft ihr wieder plänkeln. Dorthin laufen. Und dann solltet ihr den Bogen gut spannen können. Und geht dann dorthin. Okay, dann. Ihr. Wo sind sie hin? Da, Artillerie. Töten. Jetzt. Sofort. Alles. Ihr sterbt zu hart, oder? Ja, Alter. Was ist euer Plan da hinten? Schneller. Nicht lecken. Ich dachte, wenn wir zu Hause sind, mit eurer Frau machen. Aber jetzt nicht hier. Okay, wie viel sind da immer noch? 23. Ja. Okay, dann dahin. Dahin. Wir müssen das Ding kaputt bekommen. Das ist gerade wichtig. Wo sind die anderen? Ihr macht schon wieder Bullshit. Greift die an. Von mir aus. Goddammit. Okay. Ihr schießt noch nicht. Das heißt, ihr kommt nicht weit genug. Belastend. Ihr könntet hinspacken. Ach, ihr seid Speerträger. Verflucht sei die Sonne, die auf unsere Schmach scheint. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden. Oder wir werden Asche statt des Sieges schmecken. Ja. Das heißt, ich habe ihr euch noch als Fernwerfer werft, was ihr abwerfen könnt. Okay, das war ja schon mal nicht allzu effektiv. Artillerie ist auch nicht wirklich tot. Weiter auf die Artillerie. Da ist auch Artillerie. Ballisten. Haut sie weg. Wobei, wir sind gar nicht mal so wichtig. Ey, die ersten Feuerpfeile kommen. Okay, die Gegner sind gerade komplett zerstreut. Jetzt wäre auch der perfekte Moment für euch, um anzugreifen, oder? Nur so als Idee. Warte, was machen meine Türkmen hier hinten? Weggetürkt werden? Ja, dann schießt ja die Schwerträger ab. Hier, tote Gegner ist ein guter Gegner. Was haben wir hier? Balliste, noch 13. Oh, das geht voran. Wunderbar, Katapult hat sich gerade umgedreht.
Könnte ich die direkt darauf schicken? Jein. So, ist in Ordnung. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht in irgendwelche Leute, nicht in irgendwelche Leute reinrennt. Sag mal, rede Spanisch oder was? Mauern! Mauern haben Tapfergewalt und Waffen. Nein, warte. Mauern haben Tapfergewalt und Waffengewalt nichts entgegensetzen. Alter, Jürgen! Du bist ein Idiot! Egal, haben sie ein bisschen rangebracht. Hoffentlich machen die ansonsten das Ding kaputt. Irgendwo in der Ferne ist meine Rettung. Plänkeln, ne? Ihr dürft. Dann rennt halt erst weg. Ihr seid auf Pferden. Das ist doch. Und ihr dürft übrigens auch sehr, sehr gerne schießen, wenn ihr Gegner seht. Ihr müsst da jetzt nicht dumm rumstehen, nur weil, oh mein Gott, da sind ja Gegner. Okay, macht ihr das gerade gut? Ich meine, ihr solltet die problemlos erledigen. Jawohl. Eine Armee macht was Sinnvolles. Mein Ausritt war die Grundessenz meines Plans. Ganz ehrlich, wenn die dann in Ruhe beschossen werden, geht ihr mal dahin. Also, ihr rennt gerade ziemlich weit weg. Egal, wir schauen mal ein bisschen zurück. Hier sind ein paar Tote, hauptsächlich von mir. Grundsätzlich ungünstig. Das ist ein bisschen nach vorn gelaufen. Die Plänkel noch. Die haben zumindest aufgehört mit Schießen. Das hat mir auf jeden Fall Zeit verschafft. Definitiv wichtig. Ja gut, ganz ehrlich, da hinten kommen meine Leute. Das habe ich doch mal recht gut eingefädelt. Ihr dürft jetzt ganz in langsamer Ruhe die da abschießen. In der Zeit hier rüber. Was macht ihr? Habt ihr gewonnen? Habt ihr verloren? Ah, noch fünf. Das! Die Spur des Todes! Okay, meine Mauer steht noch. 1A Spitzenklasse. Dahingehend hat das funktioniert. Die drehen sich gerade um. In der Regel ungünstig. Die marschieren immer noch eifrig. Jetzt würde ich gerne irgendwie in den Nahkampf die Leute schicken wollen. Was leider nicht geht, weil die einfach umrennen wäre halt jetzt eine gute Option. Geht das? Winkelmodus, Unbefehl schießen. Geht nicht. Schade, ich kann sie rennen schicken. Ihr seid drei Mann, warum rennt ihr nicht? Ach, egal. Okay, die da hinten ziehen sich gerade so ein bisschen wie zurück. Das muss nicht sein. Ihr dürft gerne auch drauf sprinten. Wir dürfen unser Hauptziel nicht aus den Augen verlieren, was ich gerade getan habe. Die da. Oh nein! Oh shit, das darf nicht aufgehen. Ich komme da nicht durch. Okay, neuer Plan. Das wird aufgehen. Relativ klar. Das heißt, wir nehmen unsere besseren, keine Ahnung, Speerträger und stellen die einfach schon mal hier hin. Das ist das schon mal relativ safe. Dann meine Werfer. Die werden sich nachher. Alle Gegner werden sich nachher genau da sammeln. Ihr geht dahin. Bogenschützen können dann vielleicht nachher noch was tun. Keine Ahnung. Seid ihr fertig? Jawollt. Das wollte ich hören. Beeilt euch. Ich brauche Support von hinten. Apropos Support von hinten. Meine Support-Einheit ist da. Nice. So, schnell dahin. Wie gesagt, jeder tote Gegner ist ein guter Gegner. Speerträger, Plänkler. Von mir aus. Die haben auch berittene Bogenschützen. Deswegen bin ich vorhin so schnell gestorben. Das ergibt absolut Sinn. Komme ich irgendwie schnell daran? Ich könnte. Dasselbe machen wie vorhin. Stellen uns wieder an denselben Platz, weil es so gut funktioniert hat. Und hoffen, dass es diesmal besser funktioniert. Oh, shit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Das ist meine Verstärkung, die dagegen kämpft. Vielleicht der Infanterie. Das sieht gut aus. Kommt ihr da irgendwie durch? Das wäre gerade so meine Hoffnung. Komm schon, reitet schneller wie der Wind auf Schattenfell. Okay. Nevermind. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin. Jetzt wird die Armee da hinten sich auch in Bewegung setzen. Genau. Was nicht gut ist. Das heißt, ihr müsst jetzt, wie gesagt, moralischer Support sein. Die werden jetzt alles stehen und liegen lassen. Genau so. Und angreifen. Ihr steht gut. Die anderen Bogenschützen da hinten stehen richtig, richtig scheiße. Jetzt müssen die fünf sein. Genau. Fünf. Ich habe eine neue Aufgabe für euch und das ist so schnell wie es geht einmal hier hinspacken und positionieren. Dann ihr. Ihr seid auch Speerwerfer. Ihr könnt auch mit hier hin. Einfach am besten genau da drauf und ihr geht auf die andere Seite. Ich hoffe, das passt so halbwegs. Die anderen Bogenschützen können da stehen bleiben. Die können auch besser schießen, wenn die anderen weg sind. Okay, meine berittenen Bogenschützen werden gerade weggeschossen. Ungünstig. Ganz ehrlich, die Tore sind gerade offen, ne? Geht mal zurück. Ich
brauche ich gerade nicht draußen, ich brauche ich gerade, oder nachher dann drin. Kommt ihr da rein? Ihr kommt da nicht rein. Okay, ungünstig. Das heißt, ihr alle, wobei ihr schießt gerade, ne? Werdet nicht abgeschossen, ihr schießt nur. Dann könnt ihr auch die da noch tot machen. Wie sieht's bei dir aus? Jawoll, wir kommen mit der 200-Mann-Verstärkung von hinten rein. Was soll dabei nur schief gehen? Hoffentlich geht die hier schief. Ich will schwere Kavallerie nicht tot bekommen. Das heißt, ihr... ja, genau, einfach da reinrennen ist eine gute Idee. Die fliehen schon, scheiße. Ungünstig, das heißt, wir werden doch noch irgendwie abgeschossen oder auf Rückzug keinen Bock mehr gehabt zu kämpfen. Ich werde auch meine Verstärkung da jetzt nicht komplett aufgerieben sehen. Ich unterstütze einfach die. Ich meine, die kommen ja da, die alleine können nicht viel machen. Das sind Zwangsbogenschützen, die können auch nicht viel machen, auch mit meiner Hilfe nicht. Ihr schießt hier gerade noch ein bisschen auf die. Immer schön plänkeln, ne? Vladimir hat auch keinen Bock mehr zu rennen. Und dachte sich, wenn ich lang genug stehen bleibe, werden meine Gegner schon abhauen. Oh fuck, ich werde abgeschossen. Von wem oder was? Oder wurde er gefangen genommen aus Langeweile? Kann ja auch sein. Okay, die bewegen sich aber noch nicht auf mich zu. Weil sie auf die Gegner warten. Also auf ihre Unterstützung warten. Okay, warte, da ist gerade Krieg. Soll ich da jetzt helfen? Das wäre halt beinahe sinnvoll, wa? Dann verlasse ich wieder meine Position des Vorteils. Wenn beide Armeen hier sind, ich meine, jetzt ist die Mauer offen. Die Mauer muss weg, hieß es früher immer so schön. Die können nicht aus beiden Seiten kämpfen. Rede ich mir jetzt einfach mal ein. Also, Angriff! Und bitte sterbt dabei nicht. Okay, wieso verliert ihr Leute? Wir haben keinen Bock mehr zu kämpfen und legen jetzt einfach mal die Waffen nieder. Was soll dabei schon schief gehen? Da ist ein Plank, dann macht die Plankler tot. Ihr sollt theoretisch besser schießen können, hoffe ich einfach mal. Die fliehen schon. Okay. Weil sie gegen Wüstenbogenschützen kämpfen. Das ist eine absolut sinnvolle Reaktion. Ich weiß nicht, wie sie es anders machen sollten. Wollt ihr nicht vielleicht in das Ding reinkommen? So zu mir? Okay, macht es halt von dort aus. Ihr bleibt auf jeden Fall drin. Und da bewegen sich meine Massen. Hoffentlich sinnvoll. Die Plankler, okay, sie fliehen dann zu mir. Das ist doch schon mal was. Okay, ich hätte so gerne hier noch Reiter gehabt. Ihr seid jetzt in der Mitte. Ihr haltet das mal. Viel Spaß dabei. Ihr werdet einfach nur beschossen. Die sterben zu langsam. Egal, ihr rennt mal noch ein bisschen. Die kriegt ihr auf jeden Fall noch hin, nehme ich mal an. Der Weg ist noch weit. Ihr habt dann den Berg auf eurer Seite. Ja, ja, das wird schon. Okay. Ihr seid die Ersten im Kampf. Großes Gerangel gegen die Artillerie. Viel zu spät. Goddammit. Egal, da sind wir jetzt mal. Wirklich viel zu spät. Das Rausrennen war auch nicht unbedingt schlau. Auf einmal jetzt alle hier sammeln. Ich habe keinen Überblick mehr. Das ist immer der Moment, wo man verliert. Die sind völlig erschöpft und zerrüttet. Das sind auch meine... Ja, ich habe ja hier toll gekämpft, ne? Okay. Ihr werdet bisher nur beschossen. Ihr haltet die Gegner auf, wenn sie hier durchkommen wollen. Ich muss jetzt im Bogenschützen-Range kommen. Das ist wichtig. Ich dachte, meine Team jetzt halt ein kleines bisschen länger durch und sterben nicht einfach instantan. Okay, wie gesagt, ihr bleibt drin. Ihr steht da drüben. Ihr könnt eigentlich mal mit denen hier in eine Gruppe kommen, damit ich weiß, dass ihr da steht. Stellt euch mal wirklich direkt an den Rand. Yo! Massenwanderung! Wurde erschlagen. Betet, dass seine Truppen nicht den Kampfgeist verlieren. Wobei, doch, könnt ihr machen. Verliert all den Kampfgeist. Kommt alle zu mir. Das ist wichtig. Okay, ihr hier. Seht ihr Gegner? Noch nicht. Schießt mal, wenn ihr irgendwas seht. Seid ihr hinten? Ja, jetzt kommt doch mal hoch! Oder wir werden Asche statt des Sieges. Jammelt! Nee, wir bleiben da jetzt unten stehen, weil wir hier viel besser sehen. Okay, jetzt kommt. Ihr lauft durch das Tor! Alter. Okay, wir haben hier die schwere Kavallerie. Das ist doch schon mal ein Ziel. Ja, kommen die Pfeile! Wunderschön, so will ich das sehen. Und jetzt sollten meine Unterstützungen die da... Macht mal die Plankler tot. Das klingt eigentlich super.
Mit denen da, wunderbar. Okay, ihr schießt. Denke ich. Das ist Splankler Kavallerie. Ja, ja, genau. Genau die ist euer Ziel. Macht die mal alle. Die Splankler da hinten, ihr macht die mal alle. So, ihr lauft den ja nicht hinterher. Schießt da rein. Feuerpfeile, goddammit. Ihr habt Feuerpfeile, hoffe ich mal. Alle. Schön. Dann, ihr schießt auch. Einfach da an den Bulk rein. Dann kommt hier Gegner, kommen hier Freunde. Ich weiß es nicht, da kommt so viel. Sieht nach Feinden aus. Artillerie schießt schon wieder. Okay, die sollten hier jetzt eigentlich relativ gut stehen. Ihr macht da mal noch mit zu. Der General ist tot! Yes! Endlich eine gute Nachricht. Ihr gegen die da. Oh, ja, drehen ist eine gute Idee. Wunderbare Idee. Dreht euch mal mit. Das sieht nämlich immer so schön aus. Ihr habt alles getötet. Ihr habt alles getötet. Ihr seid geil, meine Freunde. Dahin. Schnell. Never mind. Dahin. Die sind erschüttert. Das bringt sie zum Fliehen. Fuck, welche Mauer? Das Tor. Verloren. Das hat seine eigenen Leute getroffen. Das Katapult. Nice. Ihr nicht nur dumm dastehen, da ist euer Ziel, angreifen. Die machen das wunderbar, genauso wie ich das sehe. Die werden nachher durchbrechen, das kann sehr gut sein. Ihr habt gerade natürlich kein Ziel mehr, ne? Wie sollt ihr auch angreifen? Ich habe keinen Plan. Zum Beispiel die da. Oh, dieses Katapult. Oh, ich habe doch was gegen das Katapult. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Beeilung. Beten wir, dass sie den Kampfeswillen verlieren. Und... wo sind die? Da! Es sind noch 4 Artilleries! Mit 4 Mann kann man Katapult bedienen! Bringt sie um! Und zwar schnell! Hier irgendwo muss es sein. Da hinten. Okay. Bringt sie schnell um. Dankeschön. Bitte weitermachen. Mein momentan trainiert sie sich selber, aber es kann sich auch nochmal ändern. Ich glaube, meine Leute sind so ein bisschen wie tot da drüben. Nevermind! Das sind meine Leute! Alter, wir haben die erste Welle fast geschafft. Nice. Wir haben hier gerade noch gute Chancen. Meine, wenn da nicht noch die zweiten wären. Gebäude verloren, Gebäude eingenommen. Gebäude verloren, Gebäude eingenommen. Okay. Läuft. Die Bogenschütze schießen. Das ist wunderbar. Übrigens, ihr schießt da drauf. Wichtig. Als andere machen meine Leute schon. Ihr auch da drauf. Da fliehen sie. Jawohl. Ihr alle, da sammeln. Ihr, die sind zerrüttet. Wunderbar. Was kommt da an? Die leichte Kavallerie. Okay. Wer kann, macht Schildwall. Dankeschön. Dankeschön. Und ihr angreifen. Eigentlich alle, die hier sind, dürfen gerne die leichte Kavallerie angreifen. Die hatte gerade keinen Ansturmbonus bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr freundlich. Ihr seid da drüben, das habt ihr toll gemacht, meine Freunde. Ihr seid einfach die Besten, die Größten, die besten Scherzvogel. Typisch Andy, typisch Andy. Zerrüttet, 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 Plänkler, die schwanken. Okay. Stehen die davor? Die stehen davor. Das heißt, mein Teammate! Woo! Angriff! Wie die Pfeile fliegen! Okay, was macht ihr? Die sind zerrüttet, wunderbar. Die sind tot. Ihr schießt einfach ab, was gerade so vorbeiläuft, ne? Das finde ich jetzt gar nicht mal so einen dummen Plan. Das kann man gerne machen. Wäre schon wieder die Plankler-Kavallerie. Das ist meine? Das ist nicht meine. Doch, das ist meine. Nice. Geht ihr damit dazu? Gut. Ihr seid im Kampf. Achso, die rennen an euch vorbei und ihr schlachtet sie dabei ab. Ich würde es jetzt nicht Kampf nennen, aber wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr auch auf die gehen. Die fliehen alle noch, fliehen alle noch. Sehr gut. Theoretisch wäre es jetzt sinnvoll, die da anzugreifen. Speerträger, Plänkler. Ey, wenn die gerade mal einmal an euch vorbeilaufen, wie wäre es, wenn ihr sie einfach umbringt? Dankeschön. Das macht ihr mal wieder grandios. Ihr seid die besten Kämpfer meines Schlachtfeldes. Hoffe ich. Eigentlich für den Rest meiner Kämpfer nicht, aber egal. Ihr steht viel zu weit vorne. Nach hinten. Sofort. Ihr dürft ausnahmsweise gern da stehen bleiben. Ihr auch ungefähr. Wobei, ganz ehrlich, zieht euch zurück. Ihr habt keine Munition mehr. Unser Volk flieht vor uns wie eine Herde Ziegen. Treibt sie vom Schlachtfeld. Die haben alle keine Munition mehr. Okay. Das ist ungünstig. Egal, die hier. Da kommt die andere Seite. Die habe ich gerade komplett ignoriert.
Vielleicht nicht wirklich durchrennen. Ihr dürft die, die fliehen alle. Das ist gut. Das gefällt mir. Da rein. Noch Pfeile, ihr habt alle noch Pfeile. Da benutzt die. Bitte. Die kommen ein bisschen dumm um die Ecke. Ah, da brennen sie aber größtenteils. Stellen sich dann da drüben an. Ganz ehrlich, ihr dürft doch eigentlich sogar ein bisschen weiter hinten kämpfen. Weil ihr macht es da gut. Macht es genauso weiter. Rein da. Bogenschützen. Ihr steht hier äußerst kacke. Hoch auf eure Mauer. Ich brauche eure Pfeile und nicht eure Schwerter. Ich seid Bogenschützen. Alter, wie mich das anregt. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden. Wo ist die schwere Kavallerie? Wenn ich den tot kriege, bisschen leichte Kavallerie. Ihr schießt einfach auf, was ihr seht. Das ist, glaube ich, gerade gar nicht so doof. Plänkler, ja, von mir aus. Ich stehe drüber. Ich stehe deutlich über euch. Wieso schießt ihr nicht? Der Schlange den Kopf abgeschlagen. Jawohl! Der feindliche General ist tot. Nächster General weg. Wie diese Schlangen ohne Kopf kämpfen. Die da, euer Ziel. Plänkeln! Dammit, rennt doch nicht in die Scheiße rein. Wobei, ja, das ist, glaube ich, da sogar machbar. Ihr auf die da. Ihr... Achso, ihr seid nur noch Nahkämpfer. Auch okay. Gegen die in Ordnung. So. Die plänkeln. Wunderbar. Nächster General tot. Meine Bauern stehen da hinten und chillen. Oh, fuck. Jetzt rennt inzwischen alles. Das habe ich erwartet und das habe ich gehasst. Okay. Ihr. Da ist euer Ziel. Allah sei gnädig. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Da ist euer Ziel. Oh, fuck, jetzt kommen die hier durch. Okay, ihr zieht euch erstmal zurück. Ist wichtig, dass ihr überlebt. Dann, die rennen alle weg. Das heißt, da ist euer Ziel. Fuck, die werden auch gerade ziemlich zernommen. Aber die sind erschüttert. Das ist schon mal sehr gut. Dann können sie theoretisch nachher noch wegrennen. Das da sind Türkmen Bogenschützen. Ihr wartet noch ein bisschen. Ihr geht auf die da. Ihr müsst jetzt langsam mal runterkommen. Die rennen sonst einfach durch und das ist nicht gut. Die sind noch ruhig da vorne. Okay. Ihr müsst... Warte. Da sind noch Gegner. Wenn die letzten durchgeritten sind, dann könnt ihr runter. Wobei, warte. Bessere Idee. Ihr... Die da. Alle. Ihr geht runter. Das sind erschütterte Plänkler. Warte, ihr könnt gerne noch auf die erschütterten Plänkler schießen. Die anderen kommen schon mal runter. Die waren schon unten, die wissen, wie es da aussieht. Das können sie wieder machen. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen hier drin. Sehr schön. Die schießen im Plänkelmodus. Das sind nur 3 Mann, die werden nicht viel machen. Da ging auf jeden Fall nicht unbedingt meine Pfeile da hinten. Da hinten sonst nicht lang genug stand. Ihr rennt jetzt nicht gerade hinterher, oder? Dahin. Ihr sollt ihn nur in die Flucht schlagen, nicht bis zum Ende der Welt verfolgen. Okay, hier kommt das noch runter. Dahin dann. Die sind immer noch schwankend. Aber wenn die reinrennen, sollten die eigentlich wegrennen. Alles klar, jetzt weg da. Genau, ihr greift an, zerrüttet. Wunderbar. Schnell. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden. Das ist mein Plan. Okay, ihr seid ein bisschen weit hinten. Ja, ich weiß, die anderen sind tot. Okay, wir müssen da die Mauer dicht machen. Ah, ihr steht noch da und schießt. Ah, auch in Ordnung. Bisschen mehr nach links. Ihr seid im Kampf, wo seid ihr? Nicht ganz im Kampf, ihr geht damit rüber. Wir müssen jetzt wieder diese Kreisformation hinbekommen. Das Einzige, wie ich jetzt gerade sinnvoll agieren kann. Rennen bitte. Rennen. Ah, ihr seid näher. Okay, die Formation darf gerne vorne kämpfen. Das heißt, ihr müsst dahin, ihr da rein. Bogenschützen kämpfen da gerade irgendwo. Wo kämpft ihr? Okay, da kommt gerade ziemlich viel. Ihr bitte auf aggressiv. Ich brauche alles, was ihr noch habt. Und ich hoffe, ihr rennt nicht nur weg gerade. Ich bin hier ein bisschen um die Ecke. Da, jetzt schießen. Denkmodus aktivieren. Ihr fangt die da ab. Ich muss eigentlich da hinten reinficken. Wenn das Ding hier verloren ist, habe ich halt verloren. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden. Ich weiß, es ist doch schon fast 50-50. Die sind immer noch im Nahkampf irgendwo. Kann ja passieren. Angriff da drauf.
Okay, die sind halt im Nahkampf, glaube ich, schlechter als die anderen. Ich muss hier von hinten rein. Ihr steht da ein bisschen gut da. Das ist doch schön. Ihr seid da ein bisschen im Kreis, dass nicht so viele rankommen. Die sind erschüttert. Die sind erschüttert. Sehr gut. Jetzt, ihr müssen die nur noch wegrennen. Ich meine, bei so vielen Pfeilen. Bitte, 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 kommt schon. Tut es für mich. Da kommen so viele. Irgendeiner davon muss es doch schaffen. Der Sieg ist eigentlich beschlossene Sache. Nur ein Narr könnte diese Schlacht verlieren. Das klingt doch mal äußerst günstig für mich und meinen Sieg hier. Die halten das nicht lang genug. Sind die alle erschüttert? Die sind alle erschüttert. Manche sind noch eifrig, aber sobald die ersten hier fliehen, sollten auch die wieder erschüttert werden. Okay, dann muss ich hier die hintersten da drauf schicken. Die sollten weit genug schießen können. Kommt schon, meine Damen und Herren. Es ist der ICE nach Frankfurt-Main. Er fährt heute mal abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die wollen einfach nicht fliehen. Weil die auch nicht sinnvoll angreifen hier. Rein da! Die treffen auch nicht gut. Da stirbt nochmal einer. Schwankend. Bitte! Ihr versperrt mir den Weg! Das haben die schlau gemacht, sich da so hinzustellen. Okay, sind auch schon teilweise schwankend. Weil genau, die ersten Pfeile hier schon ankommen. Sehr gut. Deswegen habe ich ja die ersten da drauf geschickt, weil ich nicht dumm bin. Hoffe ich zumindest mal. Ach, komm schon, das könnte jetzt noch was werden. Ihr müsst nur durchhalten. Bleibt standhaft, meine Freunde. Und werdet nicht von unseren eigenen Pfeilen getroffen. Das habt ihr jetzt schon verkackt. Ja, guck mal da drüben, Bremse. Nur stehen bleiben ist alles, was ihr tun müsst. Und die sind zerrüttet. Wunderbar, sehr nice. Du bist mehr. Rein da. Du, rein da. Du, rein da. Die anderen rennen hier hinterher, damit die nicht wieder zurückkommen, was gerade mein Bogenschütze fatal wäre. Und jetzt kommt da einfach nur ein... Schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Komm schon, jetzt kommt da ein Feinhagel. Oh, da rennen die Ersten. Jawohl, jawohl. Oder greifen die an? Nein, sie sind zerrüttet. Oh mein Gott. Ich könnte das schaffen! Im Moment erblickten wir das wankelmütige Lächeln des Schicksals. Betet, dass dies ein Vorzeichen des Sieges ist. Jawohl! Jawohl! Alter, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das geschafft habe, aber die sind alle zerrüttet und fliehen. Allah sei gepriesen! Der Feind ist verloren! Allah sei gepriesen! Schlachtfeld! Schlachtbeenden! Große Siege sind wie süßer Nektar! Lasst uns an dieser äußerst seltenen und herrlichen Frucht laben. Wunderschön. Soll nochmal jemand sagen, dass ich keine Burg verteidigen kann? Easy. Absolut, motherfucking easy. Geld gewinnt Kriege, haben sie gesagt. Ich habe minus 800 Gold, ich gewinne Kriege. Und ich muss die Dinge jetzt freilassen, ja, damit die mich ein bisschen mehr mögen. Krieger des Islam. Okay. Alter, ich habe so viele Leute verloren. Oh nein! Ist das dein Ernst? Da kommt der Nächste an! Okay, aber die stehen nur davor. Bisher wollen die noch nicht kämpfen. Das ist jetzt meine Hoffnung. Ich hoffe, dass ich da irgendwo einen Diplomaten habe. Denn, genau, ich habe ja ein paar viele Gegner. Ich habe das Kuman-Khanat, ich habe das Fatim-Kalifat. Seldschuken sind meine Freunde rein theoretisch, aber die haben nichts mehr außer einen Willen zu sterben. Und das ist ungünstig, wenn man sie als Verteidiger hat. Als letzte Front vor dem Gegner. Was ich also mache, ich will zumindest mit den Fatimiden, weil ich halt minus 711 Geld habe, damit am wenigsten Geld habe, Fatimiden am meisten, Frieden schließen, weil Geld gewinnt Kriege. Also ich habe den Krieg negativ verloren, effektiv. Das muss ich möglichst verhindern. Was ich machen will, ich weiß, dass im östlichsten Gebiet, am östlichsten Rand werden demnächst in... jetzt noch 50 Runden, glaube ich, ungefähr, die goldene Horde auftauchen, die einfach nur da ist, um Leute umzubringen und mich hardcore ficken wird. Ey, versprochen, Miriam Mohammed, der ist 14. Alter, wie geil ist der denn? Religious, loyalty beyond questions, der ist super. Egal, wer meine Ische da ist, jawoll, kriegst du. Kaufmannsgilde, kann ich mir nicht leisten, mache ich später. Rundenbericht, genau. Ich bin nämlich Finanzen 22. Oh, Sizilien ist jetzt erster. Sorry. Militär ist gerade nochmal hart gesunken.
Ansonsten gehe ich ein bisschen steil. Produktionsstopp, weil ich kein Geld habe. Das muss ich nämlich verhindern. Neues Familienmitglied. Jawohl, gebumst wird immer noch, selbst in Kriegszeiten. Beziehung verbessert. Seljuk Sultanate ist jetzt freundlich mit mir. Das ist toll, dass tote Leute freundlich mit mir sind. Wo bist du? Da, wo ich dich in keinster Weise brauche. Ist hier schon jemand? Da ist noch keiner drin. Gut, das ist jetzt dein Ziel. Viel Spaß. Kommen die noch rechtzeitig nach Berch? Weil ich hätte schon sehr, sehr gerne Berch wieder erobert. Das wird aber so gerade nichts. Das heißt, ihr geht. Ich brauche euch erstmal drüben. Da sind gerade zu viele Leute gestorben. So. Einmal nach Antioch. Das dauert ja nur so 100 Runden. Wenn alles gut geht, könnt ihr das in Ruhe machen. So. Aleppo. Hat doch bestimmt einen Imam. Ihr habt gar nichts. Wo sind denn meine Diplomaten? Eure Befehle, mächtiger Sultan. Ja, das wollte ich hören. Also, erstmal erweitert die Grenzen, nehmt das da ein. Das wird gerade schwierig, wenn ich belagert werde. Aber ich habe doch bestimmt... Warte, das können wir irgendwo nachgucken. Das war hier, da, Agenten. Und zwar nach Status. Kaufmänner habe ich ziemlich viele, ist auch toll. Da, Veneto. Das ist am Arsch der Welt. Hier wird keiner von den Fatimiden sein. Äußerst ungünstig. Du könntest unser Königreich retten. Bitte, tu genau das. Also, ich brauche einen Waffenstillstand. Es ist sehr fordernd. Was ich jetzt mache, weil ich weiß, dass rechts die Leute angreifen werden, ist, ich gebe denen Regionen von mir. Ich hätte den Namen vorher nachgucken sollen. Scheiße! Ich habe wahrscheinlich nicht noch einen zweiten. Ich weiß, Ray ist irgendwo da hinten. Macht da zwar rechts unten. Ist Urgensch, ist nicht meine Hauptstadt. Fuck, wie ist meine Hauptstadt? Oder meine ehemalige Hauptstadt. Das ist da, keine Ahnung. Alamut war links unten, das will ich behalten. Wenn die auf der Karte aufgeteilt sind, wären es Urgensch und Machtat. Ist das okay? Das ist sehr großzügig. Jetzt muss ich echt gucken, ob was das ist. Notfalls schenke ich dir noch was anderes. Reicht vielleicht auch eine Stadt? Also, nur mal so. Ich gebe auch noch Handelsrechte dazu, weil ich so nett bin. Und du dann mitten in meiner Städten bist. Also Handelsrechte wären halbwegs sinnvoll. Frag mal Großbritannien. Ich glaube, Machtat war das. Es ist nur großzügig. Ich brauche sehr großzügig, damit unsere Beziehungen sich verbessern. Und die mich nicht random nochmal angreifen. Also nehme ich Urgensch und Machtat. Keine Ahnung, wo Urgensch ist, aber ich... Oder war es Alamut? Ich hätte mir das vorher angucken sollen. Egal. So. Sehr großzügig sollte er annehmen. Möge Allah, der Herr, auf dich herablächeln. Da sind wir jetzt Freunde. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, ich werde schon mal nicht komplett zerstört. Das akzeptiert gerade noch. Es lädt ein bisschen. Okay. Muss die Städte übergeben. Es dauert auch ein bisschen. Glücklich akzeptiert. So, dann... Karteninformationen. Das ist ausgeglichen. Wie viel Geld habe ich? 159. Da, wenn ich denen das schenke, ignorieren die das eigentlich größtenteils. Können wir Bündnis machen? Das ist fordernd. Okay. Dann... Komme ich später wieder und gebe dir noch was. Erstmal hier gerade Information. Der Sultan das Angebot nicht annehmen. Ich schenke dir etwas. Du hast meine geschenkten Sachen nicht abzulehnen. Oh, goddammit. Okay. Es ist übrigens schwierig, ein Bündnis zu machen, weil wir mit Seljuk halt verbunden sind. Aber egal. Hat großen Wert. Lebt wohl. Dankeschön. Auch wenn mein Ruf zweifelhaft ist. Aber mein Wort hat großen Wert. Also, es waren die Falls, es waren Kiva und Urgensch. Urgensch war richtig. Sehr gut. Was habe ich jetzt noch mit abgegeben? Machtat. Genau, Machtat war hier unten. Wie mein Sultan? Sollen die sich mit den Rebellen da rumschlagen? Das passt da schon. Dunningham will ich nicht verlieren. Das ist meine beste Festung. Gehen wir schnell raus. Auch hier gehen wir schnell raus. Und Kiva. Das ist jetzt mein Plan, weil ich nicht unbedingt Frieden stiften will, sondern Krieg zwischen den Leuten, dass ich jetzt Kiva den Kumankanat gebe. Damit könnten die in Krieg mit denen kommen, sollten die weiterhin friedlich bleiben. Auch okay.
Dann komme ich hier nachher die Goldene Horde rein, greifen beide an. Goldene Horde hat Krieg mit den beiden. Das sind momentan meine zwei stärksten Gegner, meine einzigen Gegner. Die kämpfen mit denen. Easy. Was ich in der Zeit mache, ist dann irgendwo mit meinen Einheiten, sowas wie hier unten, hoffentlich Rebellenfestungen finden, die angreifen und einnehmen, dass ich überhaupt irgendwie expandieren kann. Und halt möglichst die beiden dabei außen vor lasse und nicht angreife. So, Kiva. Ich würde mich erstmal davon zurückziehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass die mich nicht angreifen werden, was ja doof wäre. Du bist erstmal noch hier, für den Fall der Fälle. Wie erwünscht. Wie komme ich jetzt? Ganz gechillt und easy. Da oben sind sie auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich hier irgendwo einen Diplomaten habe. Ich kann mir nämlich auch keinen bauen, was gerade das Problem ist. Nochmal ein Attentäter. Way. Den sollte ich nicht unbedingt benutzen. Zu Diensten. Das ist mein Merchant. Hol mir mal ein bisschen Geld. Das ist das, was ich gerade brauche. Zu Diensten. Du handelst sogar ziemlich gut. Das ist nice. Du handelst. Zu Diensten. 72 ist nicht so cool. 54. 72. Okay, der Händler ist einfach nur Kacke. Passiert auch ab und zu. Wobei, könntest du vielleicht da unten. Das ist ein Stein. Steine kann er nicht handeln. Wobei, es könnte auch irgendwas sein. Ich war noch nie da dran. Das ist auch in Ordnung. So, wir haben hier Frieden. So, das erste Mal machen. Befehle? Da reingehen. Vor allem, dass ich jetzt keinen großen General hatte, keinen Mann der Stunde. Jetzt mal ernsthaft. Mit dem, was ich gerade geleistet habe, hätte ich gern irgendeinen General da bekommen. Okay, das hat nicht mal eine Armee drin, Aleppo. Das hier hat eine Balliste als Armee drin. Ja. Das klingt ja mal sinnvoll. Genau, ihr lauft da lang. Hier haben wir einfach gerade noch Freundschaft. Das geht in Ordnung. Das heißt, ich brauche einen anderen Diplomaten. Die sind relativ groß. Das heißt, hoffe ich zumindest. Habe ich irgendwo da noch... War vielleicht meine Hauptstadt. Hier nicht. Da sind jetzt Besatzungstruppen drin. Agenten. Spion. Ist auch nicht das, was ich will. Aber ich habe zu wenig Geld, um mir einen Diplomaten zu bauen. Das heißt, ich muss die benutzen, die ich schon habe. Okay, das, was ich haben wollte, war ja jetzt schon mal drin. Wir haben zumindest, nach dem geilen Einbruch hier, wieder Frieden. Mit dem wichtigsten Gegner. Dann nochmal hier kurz ordnen nach Status. Ja, mein Meister. Kroatien. Ist das ansatzweise in der Nähe? Nee. Weil auch den Papststaaten kann ich so unten was schenken, weil die dann im Krieg sind mit Kumankanate, Fatimid Kalifat und gegebenenfalls vielleicht der Goldenen Horde. Und was effektiv dann bedeutet, dass, wo ist Rom? Da ist Rom. Einmal dahin bitte. Dass, die einen Kreuzzug gegen die Goldene Horde machen werden, was sehr, sehr hilfreich ist, weil alle mit dem im Krieg sind und ich mich nicht mit denen rumschlagen muss. Win-Win-Situation. Ah, du bist ein guter Diplomat. Du gehst nach Rom. Haben wir irgendwelche in der Nähe? Lord of France. Er ist auf der anderen Seite der Karte. Das heißt dann wohl hart nein. Das heißt, Kumankanate ist jetzt noch ein bisschen mein Gegner. Gut, die werden wir irgendwie abhalten können. Hoffe ich mal ganz stark. Ansonsten ist hier... Das könnte Kumankanate sein. Ansonsten... Gehen wir mal dahin. Das sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runden. Das ist ja effektiv morgen. Haben wir schon irgendwie Handelsrechte oder so? Könnten ein Bündnis machen? Das ist sehr fordernd. Naja, weil mein Ruf zweifelhaft ist. Weil ich mich für einen Freund entschieden habe, der von Anfang an mit dabei war. So zweifelhaft meine Ziele und Träume. Geh da unten hin, da ist Spanien. Das sind gute Freunde. Alter, du hattest eine Aufgabe. Ich kann dort nicht hin. Doch. Doch kannst du. Okay. Wir könnten natürlich auch, weil das sonst ein bisschen zu lange dauert, jetzt wo ich im Frieden bin, sollte es schneller gehen. Hier, warte, der Weg hier ist kürzer. Hier einen Diplomaten holen. Kaufmann, Diplomat, wird gebaut, wenn ich Geld habe. Also wahrscheinlich nie. Und dann macht der das. Okay, so weit, so... Gut, ich habe zumindest meine Hauptstadt Antioch nicht verloren. Die sollte recht schnell recht groß werden, weil Antioch doch eine sinnvolle Stadt ist. Was, oh fuck, Aleppo hatte auch demnächst Aufstände. Hätte ich Armeen reinschicken sollen. Egal,
Machen wir noch. Bis dahin, wenn wir da dieses Dreieck da halten, haben wir schon mal ein bisschen was gewonnen. Das wird irgendwann groß werden, das wird fröhlich werden. Ja, zieht mal ab, geht bitte, kusch, kusch. Einfach so, so ein Jack Sparrow einfügen. Okay, dann haben wir das schon mal. Ich werde jetzt übrigens nicht das Ding einnehmen, was mir meine Quest sagt, auch wenn es 500 Geld bringt. Frieden bringt gerade mehr Geld. Ich habe Basic Politics soeben verstanden. Nicht sterben macht dich reicher, als wenn du drauf gehst. Wer hätte das gedacht? Okay, Seldschuken können gerne weiterkämpfen. Wenn die irgendwas eingenommen haben, dann helfe ich vielleicht noch mit. Wobei nicht gegen Fatimid Kalifat. Ich glaube, ich brauche einfach Frieden. Ich bleibe im Frieden mit dem Fatimid Kalifat, bis die irgendwann schwach genug sind, dass ich sie umbringen kann. Das soll ich natürlich nicht persönlich sagen, aber es ist dann so mein Plan. Ah, da war auch Leon gewesen, mit dem hätte ich gleich mal verhandeln können. Schöne Prinzessin, hätten wir rein heiraten können. Aber gut, was soll's. Alter, das war anstrengend. Ein geeigneter Gatte, Dilek. Wir werden jetzt seine Tochter Dilek. Dilek doch. Was effektiv heißt, sie ist lesbisch, was zu den damaligen Zeiten nicht ganz so geil war. Die heißen Mohammed, die habe ich angeheiratet. Kashikishigushi. Das ist ein Scheißname, muss ich mal sagen. Auch Mohammed. Ja, der Moment, wo einfach der Stammbaum ein Kreis wird. Und dann habe ich die... Gar nicht. Das ist die zwei, drei Epochen weiter oben. Sag mal, der will eine Frau heiraten, die gar nicht zu mir gehört. Sie heißt einfach Hure. Geile Namensgebung. Jawohl. Na, wie gut ist er denn? Hat keine Ritterlichkeit, das ist ein bisschen doof. Loyalität geht, Kommando ein bisschen, der ist scharf. Ich will gerade wachsen. Admiralist Tiffly meint, ist perfekt. Nehmen wir. So, Rundenbericht. Wir sind bei minus 1036. Nein. Das war nicht Runde beenden. Okay. Weswegen verliere ich so viel Geld? Steuern, okay, Einnahmen. Geplant 1900. Ausgaben, meine Rekrutierung. Nein, mein Armeeunterhalt. Ich muss Armeen entlassen. Ergibt Sinn. Okay, dann machen wir das doch dann irgendwann mal. Damit ich nicht dauernd Produktionsstopp habe. Neues Familienmitglied, Durusun Mohammed. Ebenfalls erwachsen geworden. Ist in Ray einer drin? Nein. Dann, mein Freund, auf nach Ray. Schön. Du warst auf dem Weg nach unten. Finden die das gut da? Bestimmt irgendwie. Was haben wir noch? Weiteres Merkmal? Absent-minded. Minus one loyalty to all generals. Natürlich. Mein Schar hat keinen Bock darauf, Schar zu sein. Leader. It's like to skew his own guards on spikes to ward off an enemy siege. Ah. Nice. Plus 2 auf 4, sehe ich ein. Faction Leader, Religious, Saintly Ruler. Habe ich irgendwo Söldner? Kann sein. Dann Guard Dog und vorige Dictionary. Das ist doch mal ganz gut. Heißt, wir haben. Ah, du bist besser geworden. Das ist doch mal schön. Dann, wir geben nachher unsere Städte an andere Leute ab, damit wir noch weniger verlieren und danach meine Einheiten noch mehr Geld kosten. Okay, erstmal. Was auf jeden Fall weg kann, ist die Bauerninfanterie. Jeder hat 85 Unterhalt. Also, tschüss mit euch. Es war schön, euch zu haben. Ihr habt wirklich meisterhafte Arbeit teilweise geleistet. Ich bin überrascht. Wobei, die Bogenschützen können eigentlich erstmal gerne ein bisschen bleiben. Dann brauche ich nicht so viele afghanische Schwerkämpfer. Da ist mal Bauerninfanterie. Kann doch mal gehen. Du wolltest nach Cognac. Hast du Bauerninfanterie? Nein, aber Reiter sind geil. Die lassen wir erstmal. Bogenschützen sind okay. Die Edelmänner, 600 Unterhalt. Die sind zwar scheiße geil und scheiße teuer, aber die müssen da mal raus. Ihr. Ist ein Gorgon was drin? Wir müssen erstmal jetzt alles irgendwie besetzen. Das ist auch erstmal wichtig. Da ist einer drin. Da ist einer. Dann müsst ihr eigentlich rüber in die neue Welt. Da gibt es ein paar Monster zu schlachten. Warte, falsches Spiel. Aber nichtsdestotrotz, genau das gilt. Weite Reise, die du mit
den hier auf jeden Fall relativ schnell schaffen solltest. Aleppo hat gerade keinen Bock mehr zu leben. Bring das mal ein bisschen hoch. Und ihr dürft da schon mal raus. Weil ich das... Ah, fuck, später bei Kumakanate weggeben will. Jetzt noch nicht, die mögen mich nicht. Religiöse Unruhe, keine Führung. Zu weit von der Hauptstadt weg. Mi, heul leise, Chantal. Wobei, wenn die anfangen zu rebellieren, kann ich es nicht mehr verschachern. Apropos, habt ihr... Ihr habt keinen Agenten produziert. Fuck. Hätte eher anfangen müssen, meine Leute aufzulösen. Wobei die Edelmänner, glaube ich, jetzt schon geholfen haben. Wie sieht es momentan aus? 10.000, das heißt, ich gebe nur noch 500 mehr aus als geplant. Okay, habe ich noch irgendwo Edelmänner? Wie viel habt ihr? 300. Yo, 300 Unterhalt ist dann doch ein bisschen viel. Es war schön, euch gekannt zu haben. Ich habe euch gerne rekrutiert, habt ihr Geld bekommen, könnt ihr jetzt nach Hause gehen. Ist das nicht toll? Euch brauche ich noch, falls die Gegner dann doch auf die Idee kommen, wie wäre es, wenn wir die Leute einfach nochmal angreifen? Wir haben uns gerade Stadt dafür gegeben. Klingt doch gut, oder? Wo kommst du eigentlich her? Egal, schön, dass du da bist. Aleppo hat nur einen drin. Ihr hört mal auf mit Rekrutieren. Muss ja jetzt nicht sein. Okay. Mit minus 1000 Geld kann ich auch selber nichts rekrutieren. Was haben wir hier? Hochzeitsfeierlichkeiten. Du bist der, der gerade hier gespawnt ist. Schön. Dann machst du da mal deine Runden. In Antioch, Händler Kai. Sehr gut. Das heißt mehr Geld. In der Theorie. Vor allem mit mehr Handel. Und. Sind nur miteinander im Krieg. Wenn ich nicht mehr Krieg führe, macht die komplette Welt Bullshit. Also Norwegen gegen England, Lituanien gegen Novgorod, Holy Empire gegen... Okay, alles klar. Gut, dann egal, die bewegen sich erstmal schon mal weg. Ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel, aber das muss auch so passen. Es bewegt sich, ich habe kein Geld mehr, also können wir beenden. Ah, fuck, ich wollte noch Sachen verkaufen. Ja, das habe ich jetzt verpasst. Gut, also meine Städte verschenken. Das können wir auch später machen. Können wir erstmal schauen, ob ich mit dem Kuman Empire Frieden schließen kann, / möchte. Momentan sind sie nicht mehr direkt an mir dran. Fatimid Kalifat ist weiter vorne. Und ich kann nicht mehr so viele Städte weggeben. Ich kann auch gerne mit Kuman Kanat im Frieden bleiben. Solange wir nicht kämpfen, keine Grenzen miteinander haben, geht das ja. Also ich würde dir gerne ein Bündnis mit Handelsrechten anbieten. Und nehmt an oder wir greifen an. Wird dem Papst bestimmt gut gefallen. Nein. Du kriegst irgendwas mit K. Kiva! Nur für dich! Sehr großzügig. Ja, das sehe ich genauso. Viel Spaß. Ihr wollt wirklich nur unser Bestes. Wir jetzt haben wir als Quasmir Empire, als Leute, die Allah frönen, die Papststaaten als unsere Verbündeten. Ist das nicht geil? So, wichtig. Es war uns eine Freude. Damit gehen wir den Priester da raus, von mir aus. Ich frage, ob ich jetzt irgendwie mit Kuman Kanate noch Frieden schließen kann. Ich meine, die wollten mich ja von Anfang an zusammenschlagen. Vielleicht, wenn ich irgendwann wieder Geld habe, mehr als negativ. Oh, fuck, ich hätte mehr Leute entlassen sollen. Ich habe jetzt eine Stadt... Ist er gerade gestorben? Rückwärts da rausgefallen? Okay. Ich habe jetzt eine Stadt weniger. Das heißt, ich kriege wieder weniger Geld. Das heißt, ich hätte wieder mehr entlassen müssen. Ah, Basic Economics habe ich dann leider doch nicht ganz so drauf. Okay, die ziehen ihre ganzen Priester. Wulle. Falsches Spiel. Da mal kurz durch. Wollen Seldschuken zum Islam bekehren? Ich meine, der Mond in ihrer Flagge ist sie vielleicht nicht früh genug aufgefallen, dass sie vielleicht auch... dasselbe sein könnten, nur so als Idee nebenbei. Okay, Seldschuken machen sich da mal bereit. Frankreich kann von mir aus Krieg führen. Das ist mir relativ schnurzpiep egal. Ich brauche da drüben die 500 Gold pro Nation, der ich Frieden und Handelsrechte anschließe, damit ich halt letzten Endes wieder Geld habe.
damit ich dann wieder was bauen kann und alles vielleicht wieder bergauf geht. Hätte ich den Krieg jetzt weitergeführt. Ich meine, wie gesagt, Fatimid Kalifat jetzt nicht mehr Platz 1, weil sie neue Einheiten nachgebaut haben. Aber wer oder wird demnächst wieder Platz 1 sein, ziemlich sicher. Wir verstecken uns wie die Ungläubigen. Macht man nicht. Conscious Trainer, Fair Fighter, du bist gut. Versprochen. Huren! Huren hat einen neuen Freund. Ganz was Neues. Kannst du machen. Libere de Composite Alchimé. Robert of Chesside, englischer Übersetzer. England, andere Seite der Welt, keine Ahnung. Weg blockiert. Du bist gegen eine Mauer gelaufen. Gratulation. Du bist ziemlich dumm. Nach England kann ich nicht, weil ich da kein Boot habe. Das heißt, einer ist ja nach rechts gegangen. Nein, ist er nicht. Das ist genau der, den ich dahin geschickt habe. Idioten. Da ist eine Stadt, das weiß ich. Biet ihr mal Frieden an. Dann Bündnis angekündigt. Ah, das bin ich. Sehe ich ein. 0%. Ich habe noch weniger Geld. Schön. Burg bereits im Aufrüsten. Dunningham. Toll. Wenn ich jetzt nur Geld hätte, hätte ich eine Festung. Oder jetzt schon eine Festung. Das ist nice. Produktionsstopp. Dann, wir haben ein ehrenwertes Ende, wurde natürlich ein Todesfall. Der Diplomat. Mein Diplomat ist ganz natürlich gestorben. Ja, das denke ich mir auch so. Volljährigkeit. Das ist hier äußerst günstig. Wer von euch ist besser? Du bist schlechter. Das heißt, du gehst nach Tortosa. Because why the fuck not? Dann wird der hier ein bisschen mehr Wachstum reinballern in die Stadt, was sehr, sehr gut ist. Momentan Ausgabeneinnahmen. Ich nehme 400 weniger ein, als ich ausgebe. Könnten halt immer noch Probleme sein. Kalif of Antioch, 5% Tax Evasion. Holy Land, but the man in charge could have other crowd designs. Ja, von mir aus. Tax Increase, das klingt doch super. Tax Increase. Okay. Ich weiß, haben wir gerade wieder rausgeschickt teilweise. 71 ist nicht so viel. Neun, also weil es nur 7 Mann sind. Die Bogenschützen sind halt zu geil, um sie wirklich wegzuhauen. Ich würde gern zumindest Antioch auch noch beschützt sehen wollen. Das heißt, wir müssen ein paar von denen hier, wenn die nicht nach Festung sind, dann kosten die mehr. Guck mal hier, habe ich noch ein paar Edelmänner. Ihr dürft edel nach Hause reiten. Ist das nicht toll und nett von mir? Dann die 300 dürfen hier raus. 150. Bauerninfanterie. Schön, euch gekannt zu haben. Und dann nochmal 370 hier mit weg, damit ich wirklich nächste Runde wieder ins Positiven bin. Denn dann kriege ich 1400. Jawohl, das passt. Bin ich bei plus 300. Och, ist das nicht toll. Apropos, ist das nicht toll. Ich weiß, ihr seid wirklich, wirklich geil, aber... Okay, haben wir sogar ein bisschen mehr als 300. Cognac hat einen drin. Wie gut bist du? Du bist mein Anführer. Das heißt, du gehst wirklich mit den Reitern nach Antioch. Der ist aber gar nicht mal so scheiße. Und der ist nicht mehr absent-minded, sobald er meine Hauptstadt leitet. Was grundsätzlich sinnvoll klingt. So, das ist jetzt meine vorderste Front. Hier müssen ein paar Leute rein. Die doppelte vorderste Front. Bogenschützen. Nach Gorgan, das muss auch gehalten werden. Ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit Halten der einzelnen Städte. Weil es halt wirklich scheiße positioniert ist, aber gut, das sollte schon gehen. Was bist du? Okay, würde ich jetzt mal meinen. Und ihr dürft... Momentan habe ich hier die meisten Probleme, wenn die hier wirklich durchkommen. Das heißt, hier ist nochmal eine Front, dürft ihr das versterben. Verstärken. Okay, der hat 2. Ich muss jetzt kurz gucken, wer Ritterlichkeit hat. Wunderbar, das wächst so, wie es wachsen muss. Denn die Leute müssen in wichtige Städte rein. Ist Gorgan eine wichtige Stadt? Eigentlich ist Kermansch die wichtigere, aber das ist ein Dreier, das geht auch in Ordnung. Dann lassen die das hier alles ein bisschen wachsen. Ich brauche nicht mehr zu rekrutieren, ich habe da genügend drin. Kann ich schon was bauen? Ah, noch nicht ganz. Ich glaube, hier eine Holzburg als Verteidigung ist, glaube ich, gar nicht mal so doof. Okay, Rekrutierungsbericht. Von mir aus. Die jetzt gekommen sind, dürfen eigentlich auch nicht mehr bleiben, weil ich dann ja wieder weniger Geld habe.
nach Adam Riese. Zwangsbogenschützen. Ja, dann geht ihr direkt neu. Wir sind jetzt da, mein Sultan. Was sollen wir tun? Geht sterben. Verschwindet. Verkriecht euch in das Loch, wo ihr hergekommen seid. Und habt das Geld. Dankeschön. Wollte nur mal zeigen, dass ich Leute rekrutieren kann. Mehr auch nicht. Wie gesagt, ich Bündnis erklärt Aragorn und Norwegen. Seht ihr meine Maus? Ja, Aragorn. Hier. Norwegen. Da. Wie? Egal. Mit einem anderen Krieg. Leon und Moritz Kalifat. Schon wieder. Fatim Kalifat. Jawohl, die haben sich neue Gegner gesucht. Ich bin nicht mehr der, der drauf geht. Oh fuck, ich hab kein Bündnis mit denen. Noch nicht, weil ich kein Geld für Bündnis hatte. Danach könnte ich mit denen gegen Byzantine Empire kämpfen. Aber die zwei stärksten Mächte momentan, die sollen sich gegeneinander aufreiben. Gerne doch. Ich nehme das, was übrig bleibt. Und wo ist der Neue? In Cognac. Boah, da bleibst du. Das passt zu dir. Viel Spaß da. Okay, mein Diplomat. Der eine ist einfach random gestorben. Der andere läuft jetzt erstmal. Ich konnte immer noch keinen neuen produzieren, nehme ich an. Nein, dir fehlt das Geld dazu, mein Lord. Okay, dann. Nächste Runde sollte ich dann endlich positiv sein. Ist das nicht schön? Wenn man nicht mehr negative Zahlen schreibt. Ich sollte so eine schwarze Null einführen. Warte, das hat schon mal nicht funktioniert. Aber vielleicht hilft es ja diesmal. So, ich, genau, habe auch da den Hafen nicht mehr blockiert. Das ist auch ganz gut. Oh, der Hafen. Ich kann da Armeen mit meinem Schiff woanders hinschicken. Ungünstig, dass sie da in meinem Gebiet stehen, deswegen ein paar Armeen vielleicht nicht. Aber andere kann ich losschicken, um halt Independent Castles einzunehmen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Warum stellst du dich neben mich? Seljuken! Wehe dir. Okay, bisher hat noch kein Krieg angefangen. Ich habe jetzt Angst. Wenn aus irgendeiner Richtung jetzt Krieg anfängt, dann bin ich halt voll am Arsch mal wieder. Okay, nichtsdestotrotz, wir müssen die, auch wenn ich mich jetzt erstmal organisiere, 2-3 Runden, das könnte schon zu viel sein, weil dann die ganzen unabhängigen Städte schon eingenommen hätten sein können. Ich meine, Seldschuken haben gerade Krieg, Fatimid Kalifat auch. Oh, der Kalif der Fatimiden ist tot. Das ist aber schade. Der Khan der Kypchaken ist tot. Das ist meiner! Hey, Agent entdeckt vom Fatimid Kalifat. Was macht der hier? Das finde ich nicht gut. Rundenbericht. Wir haben Geld! Jawohl, ich jetzt mal in den Club gehen und mein Money überall hinthrown. 2% der Finanzen von Kingdom of Sicilien. Yay, weil Sizilien ja so die große Macht ist. Okay, Dunningham hat Ledergerberei abgeschlossen. Ich habe immer noch Produktionsstopp. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Novgorod, Moritz Kalifat, Würfelstillstand. Das ging aber schnell zwischen den beiden. Was Frankreich hat aufgegeben? Wer hätte das kommen sehen? Was? So, das heißt, eine Armee muss hier unten lang gehen. Irgendwann. Bis dahin müssen wir in Armeen erstmal ankommen. Ich meine, der Hauptteil läuft hier. Wir rücken ab, wie mein Sultan befiehlt. Viele müssen auch einfach erstmal verteidigen. Ich kann ja dann, wenn ich weiß, dass ich dann wirklich Geld habe, dass sich diese Situation hier ein bisschen beruhigt. Weil in beruhigten Situationen hat man dann mehr Handel, weil wenn man mit den Leuten nicht Krieg führt, handeln die halt mit einem. Das erhöht meine Geldproduktion. Dann kann ich wieder Armeen ausheben, sodass ich nicht negativ werde. Verwechselt ihr mich mit einem Diplomaten, Sadik? Hier sind Reiter, die wollen ja, glaube ich, nur durch. Hoffe ich sehr, sehr stark. Saida, mächtiger Sultan. Die werden sogar relativ schnell da hinten. Warte, ich habe wieder Geld. Das bedeutet, dass der nächste Runde gebaut wird. Trampelpfade. Sehr gut. Du hast doch keine Trampelpfade, verdienst schon so viel. Warte. Niedriger Steuersatz, muss schneller wachsen. Damit du dann noch mehr verdienst. Wobei, ich habe kein Geld, um den aufzubessern. Ja, vielleicht habe ich ja bis dahin was. Ja, ganz ehrlich, das, was ich momentan haben muss, erstmal gebaut werden. Die Stadt braucht dann irgendwas, das Geld bringt. Karawanen klingt nach Geld. Pflasterstraße klingt super.
Bazar, auf jeden Fall Handel, machen wir das als nächstes. Ja, ich plane jetzt im Voraus, nennt sich Planwirtschaft, funktioniert immer wunderbar und ganz toll. Ich habe noch 27 Geld. Habe ich das nicht toll eingeplant? Komm, nächste Runde. Das ist zu traurig. So, der geht jetzt da runter, der sieht dann die neuen Leute. Da, das müsste Aragorn sein. Und dann, wenn ich ihn nicht schon hatte, sollte theoretisch die Aufgabe kommen. Na, mach doch mal Frieden mit denen. Okay, da rechts müssen jetzt die Papststaaten sein, ne? Dass die noch nicht im Krieg mit dem Fatimid Kalifat sind, ist eigentlich sehr interessant. Kommt noch. Ich lehne mich jetzt erstmal ganz dezent zurück und schaue, was die Welt so mit sich selber plant. Und bitte lasst mich einfach komplett außen vor. Guck mal, die haben schon Armee aufgehoben. Genau, einfach weggehen. Ich bin hier in Antiochia, da bin ich absolut zufrieden. Mehr muss ich von euch zumindest nicht haben. Alter, ich hab so eine Panik. Ich hab das jetzt bestimmt 20 Jahre lang gehalten da. Zumindest gefühlt. Mit fast jeder Runde einmal Krieg. Und ich habe sehr viel verloren auf dem Weg dahin, das muss ich auch wieder zugeben. Aber größtenteils habe ich das durchgehalten. Da sind Rebellen. Rebellen sind, sollte auch eine rebellische Festung sein. Weiß nicht gerade nicht genau wo, aber ich liege halt einfach zwischen den ganzen Leuten. Man bekommt auch mehr Geld, wenn die Anliegenstädte die eigenen Städte sind. Deswegen, Weltherrschaft immer ein tolles Ziel ist, was auch sehr, sehr viel Geld einbringt. Nur mal so als Idee nebenbei. Aber bis ich da bin, dauert es vielleicht nochmal ein bisschen. Egal, ich bin zufrieden, dass das soweit funktioniert hat, wieder Kumakanate. Bin ich halt jetzt noch im Krieg? Ja, Mensch, man kann nicht alles haben. Wenn ich irgendwann ankomme, können wir halt Frieden schließen. Falls sie das wollen. Erstmal, Meister Kaufmannsgilde, ich habe kein Geld dafür, goddammit. Kalif ist tot. Dodge von Venedig ist tot. Schon wieder relativ interessant, Weg blockiert. Ja, Bambellona. Was möchtet ihr denn? Hallo. Ich hätte gerne Handelsrechte und auch ein Bündnis. Ah, Bündnis ist immer noch Vorland, weil ich unzuverlässig bin. Weil ich den Krieg nicht lang genug durchgeführt habe. Ist mäßig gut. Ich würde gerne wissen, wo ihr seid. Mein Diplomat ist gut genug, das klappt schon. Bis zum nächsten Mal. Falsche Taste! Wie ihr wünscht. Egal, mach mal danach. So. Warte, damit ich das nicht vergesse, du. Geht nicht. Ich kann dort nicht hin. Ich kann dort nicht hin. Ich kann dort nicht hin. Ah, nice. Kleinstadt wächst. Irgendwann dann mal, wenn ich Geld dazu habe. It's all about the motherfucking money! Yay. Gefolge vergrößert sich. Okay, vorherigen Dictionary, das ist doch toll. Na, der kann jetzt Spanisch. Gratulation. Und ein Overseer. Hilft jetzt nicht unbedingt viel ihm, aber schön, dass es hat. Und da ist mein Diplomat. Schön. Saida, mächtiger Sultan. Beeil dich mal und mach Frieden. Von mir aus gehört Bursch mir halt nicht. Das hole ich mir irgendwann später zurück. Wie mein Sultan befiehlt. Wir könnten damit kämpfen. Hier könnten theoretisch noch unabhängige Städte sein. Das müsste ich halt mal nachschauen. Da brauche ich sowas wie Speer. Ich könnte ein paar Imamen dahin schicken. Wenn ich irgendwo gerade zwei rumstehen habe, was eigentlich der Fall sein sollte. Yep. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Wir können gleich weit gehen. Attentäter sind da, glaube ich, besser. Wobei die haben weniger Sichtweite. Spione werden am besten. Oh, warte mal. Apropos Spion. Genau. War da nicht was? Das ist auf jeden Fall schon sehr schocken. Dann wird das ja auch denen schon gehören. Ich werde keine Spuren hinterlassen, Sultan. Schön, dass das der schnellste Weg ist. Ja, dann. Warte mal. Was hast du da gerade gesehen? Achso, irgendwelche komischen Rebellen, die da durch das Land ziehen. Jetzt nichts Besonderes. Auf geht's. Was haben wir hier noch? Du bist ein Imam. Du bleibst in den Papststaaten. Das ist doch gut. Die werden auf jeden Fall so ein bisschen, die werden einen Aufstand haben. Jawohl. Okay. Wahrscheinlich religiöse Unruhe. Weiß auch nicht wieso. Irgendwie steht da jetzt ein Ketzer mehr davor, wenn man es aus den Papststaaten Sicht betrachtet. Du baust, du hast kein Geld. Wie mein Sultan befiehlt. Viel Spaß da drüben.
Hatte ich jetzt hier irgendwie nochmal 2, 3 für Aleppo oder Antioch oder so? Immerhin da ein. Ich kann hier auch nichts bauen. Es hat jetzt wirklich mal 1, 2 Runden wirklich nur nichts zu tun. Es tut mir leid, es ist ein bisschen langweiliger. Wenn ich irgendwann einen Zusammenschnitt machen werden sollte, dann schneide ich das halt raus. Aber ich genieße erstmal die Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Also, der Sturm wird dann hoffentlich ich sein. Das ist... Ich weiß nicht, wie viel Geld ich bekomme. Es wäre jetzt wirklich wichtig, dass wir es irgendwie schaffen. Einmal, dass wir in meine Kolonien in der Nähe von Jerusalem ein paar Leute hinbekommen. Die Kolonie ist halt meine Hauptstadt, passiert. Manchen Leuten geht es so, sie ist Amerika. Du machst nicht die Rebellen. Warum auch? Lass die Rebellen dastehen, weil... Sollen sie rebellieren? Wenn sie sich in der Stadt machen, ist das doch alles gechillt. Guck mal, Kanate, sehe ich die irgendwo? Nein. Sehr gutes Zeichen. Auch die lassen die Rebellen einfach stehen. Oh mein Gott. Einmal mit Profis arbeiten hier. Oh. Das sind meine Profis. Sehr schön. Okay, die sind, glaube ich, immer noch im Krieg, ne? Das heißt, sie werden die ganzen Leute zum Fatimid-Kalifat mitziehen. Ah, sind auf jeden Fall im Krieg. Ich bleibe bei meinen Fatimiden. Ich habe mir damals den falschen Bündnispartner ausgesucht, wie ich jetzt gelernt habe. Jetzt muss ich noch irgendwie mit Fatimiden wieder Bündnis schließen, was schwierig wird, wenn Seljuken meine Gegner sind. Also wenn ich mit Seljuken verbündet bin, dann da Frieden schließen ist nicht einfach, aber man kann es ja mal probieren. Vor allem, weil dann zwangsweise die Fatimiden auch Frieden mit den Seljuken haben werden. Das heißt, wir denen den Arsch retten. Ey, wir haben ein bisschen mehr Geld. Und ja, ich will es immer noch bauen, weil ich Geld habe. Könnte ich mal Sizilien, okay. Sizilien, Alter. Irgendjemand hat die so ein bisschen angegriffen, glaube ich. Schon wieder da. Guck mal, dass sie da nicht allzu viel vorhaben. 421 Gewinn. Das ist doch mal eine stolze Zahl. Produktionsstopp. Hm, okay. Astrologe und Liberian von mir aus. Das ist übrigens auch sehr, sehr gut, wenn man einen Astrologen bekommt, dann sinkt die eigene Gläubigkeit. Finde ich sehr realistisch. Ein Merchant, der kann hier gerne herkommen. Habe ich erstmal nichts dagegen. Ich würde dann trotzdem versuchen, irgendwie eine Art Speer loszusenden. Irgendeiner, der vielleicht kein Geld kostet oder zumindest nicht so viel. Spion. Muss ich jetzt mal bezahlen. Das tut mir leid, weil Geld habe ich halt nicht. Na komm, Alamut. Vertrau mir, du willst es auch. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Okay, du gehst mal da angucken. Ich muss erstmal scouten, wie, wo, was hier irgendwas sein könnte. Du baust... Hier, wollte ich... Du kannst nicht, weil das Geld fehlt und du konntest dich nur umbauen. Der steigt gleich auf. Sehr gut. Habe ich da nochmal eine Festung. Es bringt jetzt auch nicht viel Geld, bessere Festungen zu haben, aber hey, besser mal, als man hätte. Antiocha, Shishaba wird kein Geld bringen, ne? Aber ermöglicht Spione. Okay, sehe ich. Ein Farmgemeinschaft. Hilft beim Wachstum. Wachstum bringt im Nachhinein mehr Geld. Das ist erst besser, was wir machen könnten. Oder wir geben das Geld für Fortbildung aus. Ich kann doch gut mit Geld umgehen. Dann machst du halt noch eine Shisha-Bar, wobei es ist eigentlich auch relativ sinnlos. Ich würde eigentlich fast schon gerne umbauen wollen. Wobei, du steigst auch gleich auf. Du schaffst das nicht aufzusteigen. Da pro Prozent, also pro 100 Leute verliert man 1%. Nein, warte, pro 1000 Leute. Ja, das soll schon klappen. Also Holzburg kann eigentlich jeder aufsteigen. Kleinstadt hier, dauert noch ein bisschen Bakehouse für dich. Haben wir wieder 16 Geld. Oh, ist das nicht wieder schön, auf Null zu sein. Wie mein Sultan befiehlt. Ihr habt auch eure Aufgabe nicht mitbekommen, ne? Morgen wird ein harter Tag. Nein. Ja, nee. Heute war es eigentlich auch schon, wenn ich einfach stehen geblieben wäre. Hallo, Kuban Kanate. Wie wäre es mit einem Waffenstillstand? Der ist sehr großzügig. Der ist sehr großzügig. Das heißt, ich kann noch Geld verlangen. Jetzt wäre ich ein bisschen greedy, aber das ist das, was ich brauche. Sehr großzügig. Machen wir mal zum Standardpreis so 10.000. Ja, ist immer noch großzügig. Der ist nur 2. Ich soll bei großzügig bleiben. Aber wie wäre es mit so, 15.000 und ihr dürft Bärsch behalten. Wobei ich hätte schon gerne, ganz gerne Bärsch zurück.
Wollt ihr mir einfach die Stadt wiedergeben? Wir vergessen alles, was zwischen uns war. Burg und nicht Berg. Ja, alles dasselbe. Es ist fordert. Haben wir uns hart erkämpft. Das wollen wir jetzt auch beibehalten. Nee. Immer solche Ausreden. Ja, können wir machen. So. 15.000 und ich gebe euch noch Handelsrechte. Und meine Karteninformation. Ist nur ausgeglichen. Scheiße. Gut, ich gebe euch 10.000. Ich will nicht, dass sie ablehnen. Ich brauche den Frieden. Ich bin jung und brauche den Frieden. Großzügig. Das sollte also eigentlich klappen. Wir müssen ablehnen, wovon ihr sprecht, Sadiq. Die haben wahrscheinlich nicht so viel Geld. Gegenangebot. Das klingt... Ach, die wollten auch Karteninformationen von mir haben. Das ist sehr großzügig. Dann werde ich nicht viel Geld rausholen können. Komm schon, jedes bisschen ist geil. Aber ich bin mal ein halbwegs harter Verhandler. 2,5. Bin noch sehr großzügig. Ich fürchte, die Antwort ist nein. Der Frieden ist mir momentan wichtiger als das Geld, sagt er mit 16 Geld. Nehmt die Karteninformationen raus und wir machen das. Wobei, ja, okay, von mir aus. Nehmen wir an. Freu dich, Erik, da ist das nicht toll. Oh, so ein geiler Vertrag hier. Natürlich. Wie wäre es mit der Karteninformation von euch? Und wir geben euch ein Bündnis dafür. Das ist sehr fordernd. Und nur Bündnis? Hätte ich gerade eben noch Geld verlangt, hätte ich das Geld jetzt ausgeben können, um das Bündnis zu machen. Oh, ich wollte dir sowieso eine Region schenken. Ich habe nur keine mehr. War nicht Cognac das, was gerade vorne stand? Ich muss mich aber immer noch irgendwohin expandieren. Das heißt, Militärzugang wäre eigentlich sinnvoll. Wobei, was will ich in Russland? Wieso sollte ich Russland angreifen? Das hat ja bisher immer so gut funktioniert in der Weltgeschichte. Gut, an dem Punkt hier schon. Aber danach nicht mehr. Brauche ich eigentlich auch kein Bündnis. Schon gar nicht für Cognac. Ich brauche das Geld. Und den Cognac. Passt so. Hat großen Wert. Lebt wohl. Jo, Feindseligkeit beendet. So, jetzt sollen die Seldschuken mal sehen, was die da alleine im Krieg machen. Ich ziehe den Diplomaten mal zurück. Welchen Brauch habe ich denn dann? Nach aller Armut. Namentlich heißt das, glaube ich, ja. Hier raste ich, Sultan. Okay. Hab jetzt noch 16 Geld, das heißt, ich kann wieder nicht allzu viel machen, außer Geld, was ich nicht habe, ausgeben, worin ich auch sehr, sehr gut bin. Besser als im Geld ausgeben, was ich habe, weil ich habe nie Geld. Passiert. Hab ich schon ein paar Mal davon erzählt, dass ich schon mal zweimal an einem Tag pleite gewesen bin. Also mein Armsein hat jetzt nicht nur unbedingt was mit diesem Spiel zu tun. Ich habe nämlich gerade Geld bekommen einmal. BAföG, damals irgendwie 76 Euro. Nee, warte, mussten 54 Euro sein. Ich habe alles davon ausgegeben, um mir Xenoblade Chronicles 2 zu holen. Gut, beste Entscheidung meines Lebens. War pleite für den Rest des Monats. Das war irgendwie... 20. Also alles okay. Und bin dann nach Hause gegangen, hab Xenoblade Chronicles gespielt. Das Spiel beginnt mit, ey, hier, nimm mal bitte das ganze Geld von mir. Also deine Mutter schickt dir irgendwie, nein, warte. Du beginnst eine Quest und kriegst dafür, um dich schon mal vorzubereiten, 90.000 Geld, Einheit. Und ich hab's geschafft, diese kompletten 90.000 innerhalb von 5 Sekunden auszugeben. Oh, das ist toll und shiny. Ich nehme das mal. Und ich habe so ziemlich alles im Laden gekauft. Und dann das restliche Geld, es war immer noch relativ viel, ich hatte Geld, keine Sorge, habe ich an meine Familie zu Hause geschickt. Ich wusste nicht damals, was das bedeutet, warum man das machen kann und was das soll. Aber ich habe es getan. Und da war ich pleite. Zumindest für einen guten Zweck. Hashtag GoodMatch. Jeder muss irgendwas können. So. Ja, ich will diese Meister kaufen, was geht im Bau, aber ich habe kein Geld dafür. Rundenbericht ist minus 60 Gewinn, weil neue Sachen gebaut wurden. Das geht in Ordnung. Produktionsstopp von mir aus. Ein ehrenwertes Leben endet. Der Kaufmann? Doch nicht der Kaufmann. Zu Diensten. Zu Diensten. Wobei, es war ein schlechter Kaufmann. Da geht das in Ordnung. Wichtiger Unterschied.
25 Gulden. Geh einfach mal dahin. Geh mal gucken, wie gut du das dann machst. Ey, Independent Large Town! Woo, das ist meins. Ich habe Spione. Ich habe Diplomaten. Ich habe Attentäter in die ganze Welt hinausgesandt. Und mein Kaufmann findet eine neue Stadt. Das ergibt Sinn. Er hat eine neue Handelsquelle gefunden. Musste mal kurz besuchen. Mit 15 Mann da drin. Hippity hoppity, that's now my property. Natürlich ist die Belagerung wieder geldlich teuer. Das ist leider relativ klar. Wer von euch ist Military Minded? By that? Wow, okay. Du hier? Mixed Loyalties, das klingt ja jetzt schon mal richtig nice. Der ist auch administratively. Wo sind meine Military Minded? Ach, klar. In Antiochia gestorben. Ich erinnere mich. Healthy. Military Minded. Swift to Judge. Alter, hat der eine geile Ritterlichkeit. Gut, ich will dich jetzt nicht im Kampf verlieren. Aber ein bisschen Hinterland gewinnen kannst du eigentlich. Das heißt, du gehst der Weg führt hier lang, also nach Dunningham. Oh, zu meiner Festung. Wie günstig. Wo keine Einheiten mehr drin sind. Das heißt, die Einheiten ziehen wir jetzt von hier aus. Nach. Meine wäre wahrscheinlich sinnvoll. Oh, jetzt. Egal, ich habe schon das Ding freigeschaltet. Das heißt, jetzt darf die Bevölkerung auch wieder sinken. Das geht in Ordnung. Das heißt, jetzt kann ich auch ein paar hiervon rausnehmen. Also ein paar Speerträger. Ein paar Bogenschützen. Ist jetzt nicht so viel da drin. Dann brauche ich eigentlich auch nicht so viel. Reicht, wenn ihr geht. Viel Spaß und dann greifen die da unten an und sollte es eigentlich passen. Nevermind, wenn die mich auf dem Weg dahin noch erwischen, dann wird das ziemlich grausam für mich. Das heißt, ihr kommt auch noch mit. Das sollte passen. Habe ich jetzt noch irgendwie aus der umliegenden Region ein paar Leute? Ich meine, ich muss das halt hier alles ein bisschen sinnvoller gestalten, wenn ich einfach nur die Leute losschicke und die dann oder anders, wenn ich neue rekrutiere. Dann habe ich halt auch nichts gekonnt. So, ihr geht dahin. Ganz ehrlich, ihr kommt da doch. Ihr geht mit. Ganz ehrlich. Ich brauche da drüben Verteidigung, falls Leute meinen, sie wollen angreifen. Okay, das heißt aber, du musst nach Gorgan. Du bist zwar nicht so geil wie der Alte, aber immerhin ganz okay. Dann steht das da. Du greifst mich hoffentlich nicht an und bleibst einfach gechillt drüben. Ich würde sagen, ich suche weiter mit Händlern nach Festungen. Das hat ziemlich gut funktioniert bisher. Ist hier irgendein Agent drin? Ich habe doch gerade einen Spion geholt. Schauen wir mal, ob das hier unten bei der Oase müsste was sein. Ob das noch gerade independent ist. Keine Ahnung, wie die Farbe gehört. Es könnten Seldschuken sein. Sind wahrscheinlich Seldschuken. Irgendwas hier gehört denen. Hier müsste eine Festung sein, wenn ich mich ganz täusche. Die werde ich jetzt nicht einnehmen, da bin ich ja dumm, wenn ich mit dem Krieg beginne. Wobei, ihr sollt nicht mehr allzu viel haben. Ich könnte die Seldschuken zerstören. Aber nicht jetzt. Erstmal brauche ich mehr als 1300 Geld am Ende meiner Runde. So, Aleppo. Dann bau halt die Shisha-Bar. Wobei, 2%, das sollte demnächst aufsteigen. Gut, dann warten wir da noch. Der Rest baut, soweit er Geld hat. Ah, Cognac noch nicht. Weil Cognac nichts bauen kann. Nächste Runde steigt das auch auf. Aber ich kann mir auch die Aufstiege nicht leisten, weil ich die Kaufmannsgilde, sobald ich immer Geld habe, mir erstmal holen muss. Weil die erhöht halt den Handel überall. Das heißt, ich habe dann sinnvoll mehr Geld. Hofft man zumindest. Du könntest auch. Aber ich habe schon mit Kommandokanate Frieden geschlossen, also kannst du da hinlaufen, wo du hin willst. Ich habe schon wieder vergessen, mit den anderen Leuten Handelsrechte abzuschließen, was am Ende der Welt keinen Sinn macht. Aber haben es ja schon mal eine Option. Aber dann nutzt es die andere Sache. So, Papa States haben Krieger ausge... Oh. Das ging verdammt schnell. Erste Aktion, als sie eine neue Feste bekommen haben. Erstmal mit dem Nachbarnkrieg anfangen. Gut, das... Fuck, ich bin auch ihre Nachbarn. Aber wir sind im Bündnis. Haha. Gut, dass ich mit den Fatimiten kein Bündnis geschlossen habe. Also sonst hätte ich mich schon wieder entscheiden müssen. Guter Boy. Ob ich da nun mit denen oder mit denen Frieden haben will, womit mein Ruf wieder unzuverlässig geworden wäre, was ich ja jetzt schon hasse.
Weil wenn du einen scheiß Ruf hast, könntet ihr aufhören, durch mein Gebiet zu laufen. Ich weiß, ihr dürft es, aber ich habe jedes Mal Angst bei euch, weil ihr dafür bekannt seid, rein zu inden und dumme Aktionen zu machen. Aber übrigens jetzt an die Fatimiten innerhalb des Krieges summa summarum 3 Städte verloren. An das Kummerkanat 1 und an die Papa States ohne Krieg auch nochmal 1. Hätte besser laufen können. Aber das wird schon. Wie gesagt, ich habe damit auch die große Gefahr des der Goldenen Horde vielleicht nicht abgewendet, aber geschwächt, weil nicht ich als erstes getroffen werde. Fatim Khalifa theoretisch 4 Leute hat und wir können uns das immer noch nicht leisten. Kacke. König der Dänen ist tot, Novgorod ist tot, von mir aus. Plus 300, nächste Runde haben wir es endlich. Wir sind schon bei 4% vom Frankreich diesmal. Das wächst ja die ganze Zeit, das heißt, wir haben alle viel Geld. Holzburg kann aufgerüstet werden. Yay! Warte, bevor wir es vergessen. Machen wir das mal. Wenn ich dann irgendwann wieder Geld habe. Mein Standardsatz. Ist eine Seite. Volljährigkeit. Sehr gut. Neue Leute. Bei euch gesagt, auch Adminis. Warum seid ihr alle so administratively minded? Wie mein Sultan befiehlt. Ihr seid alle ziemlich geil. What the fuck? Auf nach Antiocha mit euch. Also, gerade du, Le Honorable, wobei du das gerne die Festung hochbringen, das ist auch in Ordnung. Ist irgendeiner von euch noch jung? 73, what the fuck? Du gehst in den Krieg und stirbst mir hoffentlich nicht eher weg. Du bist 14, du bist 63. Du kannst eigentlich von deinen alten Freunden nochmal was lernen. Und um das zu tun, kannst du nach Gorgan gehen. Und dann braucht, glaube ich, Cognac noch irgendeinen. Ne, Cognac hat einen. Keinen guten, aber hat einen. Ich brauche jetzt keine Stadt, wo 3 Leute drin rumlaufen, wenn nur einer wirklich das anführen kann. Das heißt, ich brauche die Independent Castles. Das ist halt mein nächstes Ziel. Gut. Wie gut ist das hier? 9 pro Runde. Oh, 9. Ist hier noch was? Keine Ahnung, es wäre so leer, wenn da nichts wäre. Finde mir eine neue Stadt, mein Händler. Auf geht's. Okay, wir hatten jetzt die Armee hinterhergeschickt. Du gehst dahin. Ihr seid da. Gut. Ich weiß nicht, ob der 73-Jährige da noch ankommen wird. Das heißt, wir können den anderen gleich mal mitschicken. Damit ist das wieder relativ frei, aber ich denke, das passt schon. Ich habe gerade mal Vertrauen in die Fatimiden. Noch. Hoffen wir, dass das so bleibt. Wie gut bist du? Es geht so. Unterstützen wir das da drüben. Ich weiß, ich habe die gerade extra alle rausgenommen. Das ist mein Faction Heir. Das ist mein Prinz. Der kann doch gar nichts. Außer alt sein. Plus 2 Chivalry, ja, despite common ways, sehe ich ein. Dauntless, Marks of War, Fields Underbridge, Great Victor. Victor van Doom. Ich habe eigentlich nach dem Namen von Harry Potter gesucht, aber vergessen, wie der heißt. Okay, hier kommt genau ran. Das ist schön, das ist schon mal eine relativ große Truppe, die gerade mit den 2 Leadern da die Rebellen wegschlagen wird. Da ist euer Ziel, auf geht's, da läuft das. Apropos laufen. Sultan befiehlt. Läuft bei euch? Ja, und dann war es das hier auch schon wieder. Warte, wir haben neue Sachen. Bau abgeschlossen. Hey, und Ray. Und die bauen direkt die nächsten Sachen. Das ist doch schon mal toll. Kavanerei, Ray bei 9.15. Fast viel. Und im Krieg. Mutig Kalifat. Wie kann Deutschland hier ungefähr, kenne ich, ist ungefähr in meiner Nähe, mit Moorish Kalifat im Krieg sein. Und Kiew mit Poland, das geht in Ordnung. Warum? Warum haben sich unsere Beziehungen jetzt verschlechtert? Ach Mensch, Kumanganate, das muss doch nicht sein. Ah, weil mein Spion entdeckt wurde. Das ergibt Sinn. Hier gibt es nichts zu sehen, Sultan. Ja, das hoffe ich doch. Niemand wird mich sehen. Wie heißt der dann gehst du.
auch mal damit hin. Kann ich nicht gehen. Nein, ich greife jetzt nicht die Seldschuken an mit meinen Attentätern. Nur so nebenbei gesagt, muss ja nicht sein. Okay. Gehen wir nochmal zum Kumankanate. Geben wir dir noch ein paar Präsente, weil sie so nett sind. Die 16, die nächste Runde übrig bleiben zum Beispiel. Okay, das ist alles nix, das ist alles nix. Gut. Hätte ja sein können, dass irgendeine dieser Städte halt noch nicht eingenommen wurde. Man wird ja wohl doch hoffen dürfen. Ich muss gerade wirklich das Kleinste, was ich habe, kriegen. Alter, ich weiß noch nicht, wie ich dieses komplette Spiel kippen soll. Es wird lange dauern. Und es wird sehr, sehr anstrengend. Okay, die kämpfen immer noch miteinander. Die kriegen hart auf die Fresse. Ha, 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 ha. Oh, fuck. Könnt ihr mir mal aufhören, eure Leute da zu platzieren? Wir sind doch schon Best Buddies. Bitte. Okay, ich kriege immer noch Angst, wenn die Fatimiten sich vor meinen Grenzen sammeln und ihre Schwerter rasseln bis zu mir nach Hause. Ich muss rasten, Meister. Ich wurde zusammengeschlagen. Diese armen Fatimiten haben gesagt, ich bin dumm, ich sehe hässlich aus, ich stinke nach Kuhmist. Dabei stinkt nur ein Teil von mir nach Kuhmist. Und das ist eigentlich noch scharf. Was soll das denn? Ich hätte echt irgendwas im Westen nehmen sollen. Egal. Passt schon. Wir müssen das halt irgendwie hinbekommen. Also mir war klar, dass ich anstrengend wird. Ich führe ja lieber Krieg. Wesentlich lieber Krieg, als Frieden zu machen. Jetzt habe ich nur noch 500, weil meine Scheißproduktion irgendwo was genommen hat. Ja, ich will das bauen, wenn es kommt. Kaiser ist tot. Ganz was Neues. Lang lebe er im nächsten Leben. Wir sind schon bei 5% des Reichtums. Heißt, die haben nach Alarm Riese 10.000. So, wir wollten mir die Kumankanate gerade fast für Frieden geben. Okay. Agent entdeckt in Antiocha vom Fatim Kalifat. Oh, wow. Hätte das kommen sehen. Wo steht der? Direkt da vorne. Kann ich irgendwann versuchen zu erledigen? Wenn ich da selber einen Typen hätte. Habe ich da einen Typ? Habe ich nicht. Warum soll ich auch Spione ausbauen? Ich war da im offenen Krieg. Geht Ordnung. Mission gescheitert. Ja, das war zu erwarten. Natürlicher Todesfall. Egal, der nächste ist ja dann irgendwann mal da. So mein Prinz in 3, 4, 5 Runden. Er schafft das schon. Okay, noch ein natürlicher Todesfall. Oh, der 73-Jährige ist gestorben. Na, so ein Zufall aber auch. Das hätte ja heute keiner kommen sehen. Dass der irgendwann an Altersschwäche sterben könnte. Volljährigkeit. Dafür ist der Boy jetzt da, military minded. Ey, ich hab da einen Kriegszug für dich, den du anschließen kannst. Schließe mich den Truppen an. Sehr gut, das wollte ich hören. Was bist du eigentlich? Sarazenbogenschützen. Auch sehr cool. Was waren die anderen? Sehe ich hier gerade nicht. Wollen wir mal gucken, wer besser ist. Warte, die da. 1-4, 1-1. Wow. Die sind viermal so gut. Ich kann rechnen. Sehr schön. Und Architekt! Nice! Du nimmst deinen Architekten und gibst es dem Typen, der in Antiocha sitzt. So, wichtig. Bei Architekten nehme ich das Wachstum direkt um 1% verbessern. So, Architekt ist rübergewandelt und du gehst wieder zurück. Cooler Dude. Librarian, ja, Rest ist halt... Genau, du bist hier mit dem Architekten, du bist rübergegangen und hast den Kalif auf Antiocha. Der wäre in Antiocha vielleicht sinnvoller, aber es ist nur so eine spontane Idee. Sehr schön. Dann, Bau abgeschlossen, Bakehaus! Hey, sind wir alle baked. Ich glaube, ich baue einfach nichts mehr, bis ich diese Händlergilde bauen konnte. Das ist, glaube ich, gerade das Schlauste, ansonsten rege ich mir jede Runde neu drüber auf und das habe ich mitbekommen. Okay, nächste Runde sind die da, die sind dort, der Rest kann wieder ein bisschen dumm rumlaufen. Ach, warte, du läufst noch schlau rum. Namentlich ist da dein Ziel. Ich bin da nur rein zufällig mit meinem Spion. Vertraut mir, der will da nur durch. Der ist auf der Durchreise, wie es so schön heißt. Es ist Independent Large Town, ist immer noch Independent. Ich weiß nicht, wie ich meine Armee da hinkriegen können sollte.
Es ist der Wille des Sultans. Hier gibt es nichts zu sehen, Sultan. Ja, es ist doof. Ich will das Ding da einnehmen. Sollte da schon was zu sehen geben. So, ihr wieder dahin. Ihr sollt das eigentlich hinbekommen, vor allem weil immer noch nur einer da drin rumhockt und es eine Kleinstadt mit einer Holzburg ist. Mal Feuer fallen, das Ding brennt ab. Dann sehen wir hier Wasser. Wir müssen noch irgendwo die Grenzen finden. Wie ihr wünscht. Ich muss die dann überschreiten und hoffen, dass dahinter irgendwas Neues ist. Ich glaube, das hier sind die Grenzen. Ist das ein Fluss? Ich glaube, es ist beides. Ich meine, es ist ein Fluss, ja, aber meistens sind Flüsse halt natürliche Grenzen, die sowas voneinander abtrennen. Ich werde keine Spuren hinterlassen, Sultan. Hier halte ich an, Sultan. Seltschuken. Verdammt! Für heute ist ich glaube, ich muss den dann wirklich beides Bündnis brechen. Weil das ist halt schon ein relativ großes Gebiet, was die haben. Sobald ich ein bisschen Geld habe, warte mal, das können wir gleich mal nachgucken. Dafür gibt es ja so tolle Statistiken. Meine, ich sinke gerade, aber ich will jetzt nicht gesamt, ich will wirklich, na, von mir aus Militär. Mit, Alter, nicht alle Seiten, eigene Seite und Seldschuken. Also sie haben mehr Militär als ich, immer noch. Sie haben teilweise keine Produktion gehabt. Ich jetzt auch nicht mehr, okay, wahrscheinlich Armeenproduktion. Ich habe weniger Gebiete, das sehe ich ein. Finanzen, ah, die gehen exponentiell da hoch, bei mir halt noch scheiße. Bevölkerung wächst da auch besser. Die sind im Krieg, warum läuft das so gut bei denen? Ich meine, jetzt mal ernsthaft, die haben mich als Verbündeten. Gut, da kann es ihnen schon mal ziemlich gut gehen. Aber dann, warte. Die sind mit Kumakanat und die sind an dieselben Feinde wie ich. Aber interessieren sich die Scheiß dafür. Haben die noch Gebiete dazu gewonnen? Nee, die verlieren langsam Gebiete. Sehr gut. Das heißt, wenn sie wirklich am Boden zerstört und fast tot sind, sage ich dann so, ey, willst du mal Cäsar spielen? Ich habe da ein Messer für dich. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und dann laufen meine Einheiten schon los. Gut, die wollen woanders hin. Aber wir können ja schon mal gucken, was später so meint. Das ist Bagdad. Schön. Ich backe gerne alles. Ich bin gut im Backen. Gerade Kekse. Und da ist das Spiel aufgehangen. Jo, der Witz war dann wohl zu schlecht dafür. Und da, back das Spiel! Back das! Es ist zu spät, ich muss schlafen gehen. Aber bis dahin, damit ihr alle wissen, was jetzt noch in dieser Übergangsphase passiert. Übrigens, erstmal ist heute abgestürzt. Das ist gut, ich habe auch nur einmal Krieg gespielt. Bagdad. Ich bin so witzig. Wir müssen jetzt erstmal Continue Campaign machen. Ich vergesse nämlich sonst immer extra zu speichern. Wir haben jetzt ziemlich lang gespielt. Autospeichern gibt es jetzt mal beim Runden beenden, deswegen ist das alles gut. Was singt der Bibing? Ich bin bei 500. Genau, ihr kommt noch nicht daran. Dann ist jetzt das Ende. Wir müssen uns das alles mal mit ansehen. Das tut mir jetzt leid. Okay. Da ist wieder Bagdad. Wer es jetzt nicht wieder aufhängen würde, wäre das sehr, sehr witzig. Also kacke, weil ich da nicht weiterspielen könnte. Aber ansonsten sehr witzig. Ey, Papstaten senden wieder neue Armeen aus. Und die fangen ihre Armeen zusammen. Bleiben aber auf ihrer Seite. Okay. Was die auf ihrer Seite der Mauer machen, ist mir komplett schnurzpiep egal. Sie gehen hoch und runter. Könnte meinen, sie patrouillieren. So eine Idee nebenbei. Ich sollte trotzdem, ist immerhin meine stärkste Festung, diese Festung weiter befestigen. Was man mit Festungen halt so macht. Und, die haben sich gerade nur daneben gestellt, ne? Weil wir sind nur noch im Bündnis. Also hätte ich kämpfen müssen. Ja. Ja, haben sie. Geht durch Bagdad durch. Ich meine, ich habe mir Militärzugang da erkauft. Die dürfen durch meine Leute durchgehen. Momentan denke ich, weil ich wirklich freundlich mit denen bin, dass sie nicht random Krieg mit mir anfangen werden. Umso bescheuerter ist es, dass ich Krieg mit denen anfangen muss, damit ich neue Gebiete bekomme. Aber man kann halt nicht alles haben. Entweder Frieden, Reichtum oder Sieg. Und ich nehme halt Sieg, nachdem ich Reichtum hatte. Man muss ja, ne? Grundprinzip der Alchemie. Damit sich was anhäufen kann, musste halt was anderes hingeben. Ich gebe halt Blut, Schweiß, Tränen, mein Erstgeborenes und ein paar Männer hin und kriege Geld.
Was genau und wer genau war das gerade? König von Ungarn ist tot. Ja, Millionen Bulgarien, müde Steuern an fremde Herrscher zu entrichten, haben sich Bulgaren und Walachen entschlossen, gegen diese Herrscher zu rebellieren. Sie haben sich bewaffnet und die Siedlung, die ihrer Ansicht nach rechtmäßig ihnen gehört, unter Belagerung gestellt. Oh, okay. Toll, Bulgaren. Wir fehlen 200 Geld. Okay, römischer Kaiser ist tot. Neue Mission. Attentat. Das Ablehnen dieses Schurken wurde vielen Menschen erfreuen. Ablehnen. Und unseren Weg zum Erfolg ebnen. Der Rat schlägt vor, dass ihr einen Attentäter schickt, um die Reisen dieses Mannes ins Jenseits zu beschleunigen. Arme Farid. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Wo ist mein Diplomat? Saida, mächtiger Sultan. Ich bin, gibt es etwas, das ihr Hi. Sprechen wünscht? Ist doch ein Bündnis. Bündnis ist großzügig. Aber die sind Gegner von den Papststaaten. Ich bin Freund von den Papststaaten. Und von Seldschuken. Haben die nicht dann automatisch Frieden? Aber wenn ich die jetzt verbünde, ich bin wie gesagt mit Papst verbündet, dann habe ich nachher wieder einen beschissenen Ruf. Gerade ist mein Ruf halt nur unzuverlässig, der kann wieder beschissener werden. Aber ich brauche das Fatimid-Kalifat. Das ist riesengroß. Wenn die auch nur daran denken, mich anzugreifen, habe ich verloren. Wenn die Papststaaten das machen, kann mir das scheißegal sein. Nun gut, euer Vorschlag ist von Wert. Sehr schön. Wir hören euch. Und damit wir uns jetzt auch ein bisschen mehr verstehen, schenke ich dir noch Geld. Ich könnte dir so ein bisschen Geld schenken. Ich habe zwar nicht viel, aber wie willst du so meine Almosen? 200 für dich? Schenke ich dir. In Ordnung. Ihr verlangt nichts Ungebührliches. Dankeschön. Ich hoffe, ich bin immer noch bei 2000 nachher ein bisschen abgelaufen. Es ist nicht mehr erforderlich, ihn zu beseitigen. Oh. Okay. Dann Rundenbericht. Ich habe gerade dein Leben gerettet, du Vollhonk. Bedank dich gefälligst. Oh, hat er. Ah, nice. Wir kämpfen nicht mit euch um dieses Gebiet. Das wollte ich hören. Sehr gut. Ist ein Diplomat? Keinen Ärger mit euch. Hätte ich meinen machen können? Keine Ahnung. Dass ich da Frieden schließe direkt. Hoffen wir mal, dass sie friedlich bleiben. Die haben keine Armeen darauf. Die werden friedlich bleiben. Das passt schon. Holzburg zum Aufrüsten bereit. In Aleppo. Hey! Nicht vergessen. Bereit zum Aufrüsten in Alamut. Hey! Das sind alles gute Neuigkeiten, wenn ich Geld hätte. Produktionsstopp. Neue Mission, Attentat ist schon abgelaufen, er gibt es an der Seite. Neue Volljährigkeit, Alter, ich habe viel zu viel Sex. Also im Spiel, nicht, ist das nochmal eine echt andere Sache. Die kommen mit den ganzen Leuten zu mir. Gut, dass wir Frieden haben. Es kann so bleiben. Ihr seid jetzt da, ne? Mein König sollte genau jetzt wie mein Sultan befiehlt. Aleppo aufbessern. Wunderbar, dann kannst auch du gern da drin bleiben. Warum nicht? Was ist überhaupt du? Ah, es war oben in Antioch. Iron Fisted, feels unappreciated. Military Minded, das ist doch toll. Der ist auch wieder virile, also der kann wieder vier Sex haben mit vielen Leuten. Und er mag Mathematik, ey. Überall Mathematik, ja, von mir aus. Neuer Architekt. Nice, ein Kermansch. Die wird auch mal groß, sage ich euch. Früher oder später. Eher früh als spät, aber das ist doch schon mal cool. Dann wäre es auch sinnvoll, das hier weiter aufzubessern. Nein, erstmal die Handelsgilde. Ganz ruhig, Geld sparen. Bau abgeschlossen. Markt. Jawohl, mehr Geld aus Kamansch. Das ergibt Sinn. So, also. Beziehung verschlechtert mit Kingdom of France. Von mir ist mir scheißegal. Bündnis angekündigt. Quasman Empire. Fatim Kalifat, das bin ich. Warte. Ich würde übrigens immer noch... Normalerweise hat man hier irgendwo den eigenen Namen und kann den ändern. In irgendeiner Ansicht. Die habe ich scheinbar nicht. Dann kann ich das hier halt nicht. Warte mal, doch. Das war hier. Ich bin verwirrt. Das sollte eigentlich gehen. Dann halt nicht. Ich wollte mich noch Quatsch Empire nennen.
bei anderen Staaten geht es. Vielleicht muss ich irgendwann Schrift noch erforschen, das kann sein. Egal. Fatim Khalifa und Papa States. Das wird sich gleich wieder ändern, da bin ich sicher. Falls sich nicht ändert, ich habe eure aller Ärsche gerettet. Bedankt euch, küsst meine Füße, meine Knie und alles, was darüber folgt. Ah. Und verschlechtert mit den Papa States. Es ist nicht so schlimm. Ich wollte ihnen das hätten eh nur schenken, damit die nachher in 50 Runden Stress bekommen. So. Was ist der Wille des Sultans? Gibt es etwas, was ihr zu besprechen wünscht? Dann habe ich wieder mit allen Bündnis. Wenn irgendjemand irgendjemanden Krieg anfängt, bin ich halt der Gefickte. Weil ich mich entscheiden muss. Das habe ich schon mal nicht gut gemacht. Aber ich weiß jetzt, wer wie stark ist. Ich gab einfach mit jedem Gegner. Ich brauche eigentlich mit denen kein Bündnis. Ich habe keine Grenze mehr mit denen. Eigentlich sind die mein neues Ziel, wenn man es genau nimmt. Ich meine, es ist Russland, das ist ein scheiß Ziel. Sehe ich ein. Aber erstmal können wir bis da ein bisschen bessere Freunde sein. Übrigens, hier bin ich. Wird der Sultan das Angebot nicht annehmen? Guck mal, hier ist mein Zuhause. Fick dich! Ich will nicht wissen, wo dein Haus wohnt. Geh, du Hund! Okay. Nun gut, Masalama. Dann halt nicht. Rette ich halt die Seldschuken nicht noch weiter. Neues Kriegsziel da oben. Also erstmal die Independent Towns. Oh, die Independent Towns. Darf ich auch nicht vergessen. So, wir stehen vor ihren Mauern. Beginnt die Belagerung. Dann bauen wir davon ein bisschen was. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Belagern. Ist es nun Zeit? Und Independent Merchant. Alter ist der gut. Aber der stirbt an Altersschwäche übermorgen. Okay. So, dann. Das hier waren Seldschuken, wenn ich mich richtig erinnere. Wie sieht es mit Schwaria hier hinten aus? Das ist vielleicht doch Independent. Ich meine, ich komme da trotzdem nicht ran. Außer hier irgendwo gibt es einen Hafen. Dann wäre das vom Vorteil. Okay, egal. Wir wollten eigentlich aufhören. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Und damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören. War diesmal eine etwas kürzere Folge, aber ich bin echt müde. Ich habe heute echt schon viel gemacht und bin daher ganz zufrieden, dass wir mal ganz kurz Pause machen können. Und dass wir meine Diplomatiekette funktionieren. Ich habe Antiocha immer noch, was das Unwahrscheinlichste von allen war. Und ich habe es geschafft. Ich bin sehr froh darüber. Und jetzt wird mein Plan sich so langsam entfalten. Solange die Papststaaten da hinten nicht rausgeballert werden von Fatim Kalifat oder andersrum, was ja auch sein kann, ist alles okay. Demnächst sollte Kreuzzug wieder aktiv sein. Dann können die kurze Kreuzzug irgendwo hin machen. Das werde nicht ich sein. Hoffe ich. Sehr stark. Weil wir sind so halb Paris mit dem Papst starten. Und dann können wir, wenn wir einen relativ guten Imam haben, auch noch einen Dschihad ausrufen. Je nachdem, wo wir halt dieses hinwollen. Schauen wir dann. Erstmal Independent Castles. Langsam aber sicher aufbauen. Ich bin viel zu schnell in den Krieg gegangen. Mit den falschen Leuten. Muss ich hoffen, dass wir erholen. Dauert ein bisschen. Und bis dahin nochmal adios amigos. Auf Wiederhören. Schlaft schön.